YouTube-Zeichen in den zweiten Stream. Und wir setzen unsere Reise fort, Kapitel 10, und laden einmal diesen Spielstand und sagen Spiel fortsetzen. Schwierigkeitsgrad wie immer normal, außer bei gestern bei der nackten Frau. Bei der nackten Frau mussten wir gestern auf leicht runtergehen und die hat uns trotzdem noch kaputt gemacht. Alter, ich habe mich schon ein bisschen geschämt, aber naja, für die Frau habe ich mal auf leicht gestellt. Guckt's nicht nach, es war sehr salty. Ich bin da nicht sehr stolz drauf, was gestern passiert ist. Naja, egal. So, und Nico Martin, sei gegrüßt. Sprechstunde verfasst. Ja, wir fangen jetzt an. Wir haben nämlich hier letzte Mal aufgehört, sind hier noch in das Gebäude reingegangen, da hat er nämlich nochmal gespeichert. So, ganz kurz mal gucken. Das war hier oben wechseln zwischen Feuereis und Dosenbier. Wir bleiben auf Feuer, weil wir ihn dadurch schneller hochbekommen. Das heißt, das war das, das war das, das war Grappen. Der Sound war immer noch sehr, sehr geil und sehr, sehr laut, aber sehr, sehr geil. Eieiei. So, wir sind relativ voll. Das sieht ja schon mal gut aus. Updates kosten, glaube ich, das nächste 12.000, ne, für die Waffe. Ich glaube, 12.000 hat das nächste für die Waffe gekostet. Ja, 12.500. Das heißt, da brauchen wir noch ein paar Orbs. 8.600 haben wir nämlich. Ja gut, ich kann mal hier den Hebel ziehen. Ich kann hier die Kisten. Naja, machen wir erstmal hier einmal Hebel. Achso, das war das Moped. Ja klar, nehme ich mit. Das war so, genau. Uff, erstmal gucken, wie hier alles wieder ging. Das sieht nämlich jetzt nach einem Bosskampf aus. Der Tempel von Delphi. Respekt. Da gucken wir mal, was im Tempel von Delphi los ist. Und dafür wollen die Entwickler 35 Euro aufwärts. Wofür Kaisers Gas? Ich weiß jetzt. Escape from Taco. Am Ende schleichen immer Ausgang raus. Die meisten echten Spieler hocken mitten auf der Map und schauen blöde. Ich hab's hier gerade nicht gespielt, weil es halt ja A, mich nicht interessiert und B, noch nicht so öffentlich verfügbar ist. Der Drakon, der ist öffentlich verfügbar. Von Danganronpa 3. Sei gegrüßt, Drakon. Und Zuschauer von Drakon. Schönen guten Abend. Danke für den Host. Und Moped Boss Time. Aua. Aua. Und Spike, du natürlich auch. Danke für den Host. Erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Direkt mit dem Boss ist Mini-Boss. Whatever. Geil. Warum auch nicht? Kann man auch mal machen. Aua. Aua. Der Sound ist so gut. Machen wir erstmal hier die kleinen Hunde. Nicht, dass die uns hier weghunden. Geil. Ja, das mag ich eigentlich gar nicht. Erstmal mit einem Bosskampf im Spiel starten, was du halt eine Woche nicht gespielt hast. Anstrengend. Aber vielleicht kriegen wir den ja doch kaputt, First Try. Wäre schön. Ja, Leben sieht gut aus. Ach, da kommen die nächsten Wuffis. Der Sound ist so hammer gut in dem Spiel. Muchas like it. So, geben wir es ihm mal dreckig. Einfach mal auf die Omme. Ach nee, wir reiten ihn und machen damit die anderen Hunde kaputt. Jawohl, das ist doch noch viel geiler. Let's ride. Dieses Spiel. Achso, Moment, ich muss hier ein bisschen rumflippern. Geile Scheiße, ey. Einfach mal ein Reinmagien. Alter, ich guck gleich wieder auf den Chat, Freunde. Wie gerade in den Exit-Passagen ist es immer recht schwierig. Sorry dafür. Aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir halt, zwischendurch können wir ja immer mal ein bisschen quatschen, wenn Ruhe ist. Aber ja, just in den Passagen ist es halt super schwierig. Aua. Ich glaube, ich habe den Hund den Kiefer ausgerissen. Und den Hund weggekickt. Ja, Leben sieht kritisch aus. Ich muss immer langsam aufpassen. Aber jetzt ist er, glaube ich, hin. Einmal hin, alles drin. Und dann ist er in die Fritten, oder was? Ja, komm schon, reiß ihm die Kopfhörer ab. Er hat doch drei. Jetzt hat er nur einen. Eieiei. Uff. Alter Schwede, first try, we did it. So, hier vorne gab es Magie und Gedöns. Komme ich hier nochmal raus? Nee, leider nein. Hier vorne an der Tür gab es ja sonst eigentlich Kisten. Da komme ich nur leider jetzt nicht hin zurück. Ich kann nicht aus dem Bild rauslaufen. So, Grüße nochmal an alle, die von Drakon gekommen sind. Wie ist denn Danganronpa so im Vergleich zu den ersten beiden Teilen? Ich habe alle drei noch nicht gespielt. Also die ersten beiden sind ja schon ein bisschen älter, aber den dritten habe ich natürlich auch noch nicht gespielt.
Und Yokai sagt, hi Slash, erste Mal im Stream dabei, sonst immer über YouTube geguckt. Schönen guten Abend an dich, schön, dass du hergefunden hast. Das freut mich natürlich am meisten. Ich hoffe, du hast hier genauso viel Spaß wie aus der Dose. Wie gesagt, live ist alles ein bisschen interaktiver. Wie gesagt, schönen guten Abend an dich. Und Olsen sagt, God of War beste Reihe und Kratos bester Mann. Ja, wie gesagt, deswegen spielen wir auch alle Teile durch. Ist der erste von 6 Teilen, die wir spielen werden. Also 5 Teile danach kommen noch. Die große God of War Reihe im Moment hier am Stüssel. Und wollte mich mal bei dir bedanken, dass du mit deinem LP Dark Souls ermöglicht hast. Sehr gerne. Ja, Yokai, sehr gerne. Viele haben deswegen halt hergefunden, was mich halt immer noch freut, dass halt immer noch geguckt wird. Ja, wäre ich schon wieder gleich rot. Ja, vielen lieben Dank, Mann. Und ich hoffe, du hast ja auch Spaß bei anderem Content. Ja, weil im Moment ist ja nicht so viel angekündigt im Souls-like-Universum. Das Einzige, was halt nächstes Jahr kommt, ist halt Code Wayne. Das ist so das einzige Stamina-basierte, was so auf dem Zettel steht. Müssen wir mal schauen, wie das wird. Ansonsten, ja, abwarten. Barbecue-Man, komm gut in den Lurk. Und Juan Gelato sei gegrüßt, aber bitte nicht Digi Digger oder so. Das ist hier eher weniger erwünscht, weil ich bin schon so alt, da war der Digi noch nicht mal erfunden oder der Digger. Aber sei gegrüßt, Juan Gelato, alles in Ordnung ansonsten. Was ist das denn hier? Keine Ahnung, was das ist. Ich hätte gerne erstmal vielleicht ein bisschen Leben, das wäre toll. Da ist eine Tür, okay, da ist irgendwas, da ist eine Tür, hier sind 1000 Türen. Ich guck mir erstmal das Grüne an. Okay, war das jetzt falsch? Das war die Fähigkeit, um die Zeit irgendwie umzuändern, die ich meint, die es auch in Darksiders 2 nachher gab. Und die kriegen wir irgendwann gleich, dass wir hier die Zeit manipulieren können. Tut mir leid. Bist du noch schön am Dampfen? Na klar, na klar. Ist ja nicht schlimm, deswegen. Achso, es geht direkt weiter. Deswegen sage ich es ja. Ja, das ist halt mittlerweile Jugendslang. Apollo, der Retter Delphis. Dank sei Apollo für die Zähmung des mächtigen Pythons, der unser Orakel bedroht hat. Also das war einfach nur Tooltip. Oh Mann. Nee, und von daher, das ist bei uns eher weniger, weil alle doch ein bisschen älter. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Alles klar, wir müssen also irgendwas mit der Fähigkeit machen. Spaß habe ich immer. Bisher immer gehabt. Und Caps Lock, Yokai, Caps Lock. Gut, das heißt, wir müssen hier einmal irgendwas machen, wenn wir in diesem Status sind. Do it. Und dann müssen wir irgendwas kaputt machen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also die Tür kaputt machen. Und die? Geht die auch? Ja, die geht auch. Das heißt, wir können hier einmal nach der göttlichen Vision des Orakels Altea darf der heilige Nebel nicht gestört werden. Alle unbeteiligten Visionen dürfen nur dem Propheten enthüllt werden. Ja, aber ich möchte mal bitte hier die Selinskien. Oh, wieder ein Gorgonauge. Mehr Leben incoming. Das ist schon mal nice. Und bevor du fragst, den Namen hast du richtig ausgesprochen. Ja, okay. Yokai, das geht ja noch einigermaßen. Erinnert mich ein bisschen an Nioh. Ist der Name daran angelehnt? Ah, und Phönixfedern auch. Nochmal ein bisschen mehr Magie. Magieverbesserung. Alles klar, nehmen wir mit. Und Markus vergisst Sinner nicht. Das ist auch für Q1 angekündigt. Das sagt mir jetzt gar nichts, Phoenix. Was ist denn Sinner? Sinner. Doch, das habe ich irgendwie auf die Wishlist gepackt. Das war ein Indie-Spiel oder so. Wobei, welche Spiele ich im Moment noch habe, die ich ganz gerne hätte, Zaya Billions. Und das andere Spiel heißt Seven Days Long Gone. Oder These Days Long Gone. Die zwei Spiele habe ich auch noch auf meiner Wishlist auf Steam. Da hoffe ich auch, dass sie halt irgendwann rauskommen. Eigentlich soll ja auch noch Eiter und das Gambit kommen dieses Jahr. Also die sind für 2017 announced. Aber da hört man auch nichts und die Zeit wird langsam knapp. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr noch kommen. Und Scirocco, auch schon lange nicht mehr gesehen. Schönen guten Abend. Nein ist japanisch und bedeutet so viel wie Geist oder Dämon. Ja, das war auch die Bedeutung in Nioh tatsächlich von diesen Yokais. Da waren wir ja auch im Yokai-Reich. Wobei, da wurde es, glaube ich, geschrieben ohne U zwischen, ne? Mit J, Yokai, wer weiß, wie die aus Nioh geschrieben worden? Yokai. J-A-K-Y? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hießen die in Nioh so. Und mal Hudson, Papa Hudson, da habe ich morgen mal frei und guck mal wieder rein. Da hat Markus eine was Geheimratsecke in der Mitte. Was, hier? Nein, ist einfach, ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zu viel rasiert. Da rasiere ich immer. Ich rasiere ja selber. So. Und irgendwie ist die Mitte, hast du recht. Da ist immer ein bisschen weniger. Frag mich nicht warum. Irgendwie scheiße rasiert. Passiert mir aber irgendwie jedes Mal. Oder da sind keine Haare. Aber Papa Hudson, sei gegrüßt. Er hat leider auch nicht mehr im Moped Club, wie ich sehe. Aber schönen guten Abend an dich. Und natürlich die Family. Grüße gehen raus. Yokai. Normal gehört ist so ein Strich aufs O. Alles klar.
Und Nekomata ist übrigens ein japanischer Katzendämon. Alter Schwede, ihr habt alle so Namen, die die Bedeutung haben. Mein Name ist einfach entstanden aus... Ich wollte anonym sein. Hat auch gut geklappt mit dem Namen. Nicht wirklich. Nee, true story. Ich habe halt vorher EVE Online gespielt und unter anderem Nickname und wollte halt anonym WoW spielen und habe mir dann einen neuen Namen ausgedacht und dabei ist halt eben Slash mit noch einem Zusatz rausgekommen. Einfach, weil meine Hände so ein bisschen auf die Tastatur gefallen sind und das kam bei raus. Ja, sonst hat der Name keinen Sinn oder keine Bedeutung. Nein, auch nicht verwandt mit Sloth. Kein Diss, ich hoffe, dir geht's knorke. Alles super, Mahatzen, Papa Hatzen. Kann ich klagen. Wie gesagt, immer noch viel Spaß beim Stream. Von daher alles super. Ich hoffe, bei euch auch. Es ist halt der Zahn der Zeit, Mahatzen. Weißt du ja, lag an einem. Kannst halt nichts gegen machen. Schnell, bevor der Meister kommt. Du! Wir haben euch alles gegeben, was ihr benötigt. Und dennoch habt ihr versagt. Die Statuen sollten längst vollendet sein. Ihr habt uns eine sehr schwere Aufgabe gestellt, Herr. Meine Brüder, sie brauchen Nahrung und Ruhe. Du wurdest nicht nach deiner Meinung gefragt. Wer ist der Nächste? Alter Schwede. Okay, die Gewerkschaft sollte sich mal hier einschalten. Du bist ab sofort verantwortlich für die Vollendung der Statuen. Wie ihr wünscht. Wir hoffen, ach, deine Arbeit taugt mir. Sag doch was. Deines Freunds hier. Wir ertragen euren Anblick nicht mehr. So, Entschuldigung, es war noch die falsche Color Range. Jetzt sollte es nicht mehr so ganz schwarz sein. War noch von der PS4 die falsche Color Space eingestellt. Jetzt soll das passen. Die PS3 hat einen anderen. Ja, ich habe sehr lange EVE Online gespielt. Wie gesagt, bevor ich dann mit WoW angefangen habe, war mein erstes MMO. Und ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Und Tarek, sei gegrüßt. Was? Anonymer Slash? Wieso anonym? Sei gegrüßt. Bin ich anonym? Wieso bin ich anonym? Ja, ach so, wegen dem Wechsel. Ja, ich wollte halt... Das war verpönt. Was ist passiert? Ich war halt damals zur Zeitpunkt in EVE Online, habe ich die Corporation geleitet und wir waren halt im Krieg und immer mehr Piloten sind halt ausgefallen, weil sie angeln waren. Sie waren in Angelurlaub in WoW. Das hat dazu geführt, dass wir immer weniger Personal hatten und deswegen war WoW damals bei uns EVE Online Spielern sehr, sehr verpönt. Und weil alle so viel davon erzählt haben, wie toll doch WoW sei, habe ich dann irgendwann auch mal reingeguckt. Und das wollte ich halt nicht mit dem gleichen Nickname machen, weil ich, ne, nicht der dagegen bitcht, dann selbst reinguckt. Und dann bin ich nicht mehr weggekommen von WoW und habe EVE Online aufgehört. Ups. Warum streamst du eigentlich keine MMOs? Weil ich noch gerne Beischlaf mit meiner Frau haben möchte. Nico Water. Und das wird schwierig, weil Hasi sonst mit der Bratpfanne kommt und ich zu lange MMOs gespielt habe. Ich habe 7 Jahre... Ich will jetzt mal so sagen, semi-professionell WoW gespielt, 4 Jahre davon beruflich. Es frisst halt so viel Zeit und ich bin halt ein Mensch, der gerne min-maxt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Und dann halt sehr viel Zeit investiert, um halt zu grinden und zu farmen. Das möchte ich nicht normal machen, weil ich es einmal gemacht habe und dann halt... Nee. Und Hasi das halt, wie gesagt, nicht lustig finden würde. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einsatzweise richtig bin. Ich glaube, wir müssen erstmal die Frau hier kaputt machen. Achso, die kann ich nicht grabben. Na dann. Boah, wie viel hält die denn aus? Die hält einiges aus. Die Frauen sind stabil. Ja, so ungefähr würde Hasi machen, wenn ich MMO spiele. Eieiei. Ist es als Bandit in EVE Online? Nee, tatsächlich, Bandit habe ich nicht gespielt. Wir waren eher die Good Guys. Gesegnet ist die Auserwählte, die die Augen trägt. Sie erkennt die Wahrheit in uns allen.
WoW hat nur ein Jahr gestohlen bei mir und auch nur zweimal die Woche. Ja, bei mir war es eher 5 bis 6 Tage die Woche, 7 Jahre lang. Das war schon etwas komplizierter. So, was haben wir hier? Gar nichts? Was ist das denn hier? Oh, ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Warte mal, lass mal ganz kurz zurückgucken. Ich weiß nicht, wie viele Wege es jetzt hier gerade gibt. Das ist ein bisschen scheiße. Da ist auf jeden Fall eine Statue. Da komme ich nicht rein. Die Statue kann ich verschieben. Die könnte ich eventuell nach unten schieben, wenn da das Ding weg ist. Das kriege ich nicht auf. Lass mal noch mal ganz kurz in die andere Richtung gucken, weil ich nicht weiß, wenn ich unten bin, wie ich wieder hochkomme. Achso, hier sind auch erstmal noch Dingers. Die nehmen wir mit. Jeder behauptet, in EVE Online freundlich zu sein. Und im Endeffekt kommt ein kleiner Teufel raus. Ja, wir hatten auch in der Corporation Pirates, die halt auch super schlechte Security Standing hatten, die noch nicht mal mehr wie hießen die eigentlich, Sentinel Space? Keine Ahnung, also in Secure Space konnten, weil die Guards dann schon Feuer eröffnet haben. Hatten wir auch eine dabei. Wir hatten tatsächlich ziemlich gute Piraten dabei. Oh, wie hieß denn der? Ich hab den Namen vergessen. Der hatte sogar tatsächlich, so eine Art Community-Event von CCP, hat er das, ich sag mal, gesponsert bekommen, wo ein Duell war. Da wurde der gesamte Sektor im 0-0-Space abgeriegelt. Quasi hunderte Schiffe drumrum und er hat drin irgendwie einen Dogfight gemacht. Aber ich komme nicht mehr auf den Namen, wie der hieß. Lucky Dampf. Nee, so hieß er nicht, aber schön, dass er dabei ist. Lucky Dampf, willkommen im Moped Club zurück, glaube ich. Kann das sein? Ich sage dickes Dankeschön, dass du uns nochmal unterstützen magst. Hilft natürlich ungemein, Mann. WB. Aber ich komme nicht auf den Namen. Ryan Ronier oder so. Ryan Routine? Ryan Routine? Kann das sein? So was in der Richtung war das. Ryan Routine oder so. Der war ziemlich gut. Falls ihr noch jemand vom Namen kennt, der war halt relativ gut in dem, was er gemacht hat. Ich glaube, es war Ryan Routine. Kam ich hierher? I don't even fucking know. Im Sonderangebot kann man mal den Lieblingskanälen einen da lassen. Ja, vielen lieben Dank. Klar, im Moment ist halt noch September. Da ist es eben noch ein bisschen günstiger. So, machen wir erstmal. Ah, falsche Tasse. Ich muss erst das Schild wegmachen. Lol. Machen wir erstmal das Schild weg. Da gibt es ja 50% off auf allen Subtiers, ganz genau. Das spricht der Lucky Dampfer gerade an. Ja, vielen lieben Dank. Boah, der Sound, ey, so Hammer. Aua, hätte ich blocken können oder so. Und immer wenn ihr das Dong hört, füllt sich quasi mein Kombometer, dass ich Feuer anmachen kann. Da sitze ich davor, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das macht dann quasi Dong und dann sagt mir, jetzt kann ich Feuer machen. So, da haben wir schon mal 2 Räume wieder aufgemacht. Und John Winnex, sei gegrüßt, guten Abend. Aber ich glaube, es war Ryan Routine. Göttliche Vision, der heilige Nebel enthüllt Leben und Tod von allen. Das ist ja berührt. Die sieht aus wie Sylvanas. Oder so eine Mischung aus Sylvanas und, wie hießen die andere? Boah, mein WoW-Gedächtnis. Wie heißt denn der andere Char? Hier, Licht von Elun. Wie hießen die? Tyrande. Tyrande Whisperwind, glaube ich. Zumindest sieht sie so ein bisschen aus. Eieiei. Ja, gucken wir hier mal rein. Da ist ein halbes Wurst-Emote, was der John hat. Was ist denn das da für eine Wurst? John hat Wurst-Emotes. Oh, erstmal hier alles kaputt. Gibt hier alles Seelen. Alles mitnehmen. Können wir alles gebrauchen für Skillen. Achso, das ging auch kaputt. Achso, das geht auch kaputt. Lol, hier geht ja wirklich alles kaputt. Ja dann, wollen wir einmal umdekorieren. Achso, hier auch noch. Die Illidan, ja, ja, genau. You are not prepared. Einmal. Ah, 12,5. Wir können gleich aufwerten. Wir können aufwerten. Ja, dann. Do it!
Was? 183 Orbs fehlen? Lol, wieso fehlen denn 183 Orbs? Ja, Betrug. Ach, 12,5. Ich hatte 12,3. Lol. Ja gut, fehlen wirklich dann noch ein paar. So, da komme ich nicht rein. Dann ist aber hier noch eine Tür irgendwo aufgegangen. Weiß man jetzt gerade gar nicht wo. Hier? Nee, hier ist wieder eine Statue. Die können wir auch verschieben, wobei ich noch nicht weiß, warum. War hier vorne noch was? Das war irgendwie so ein Zeitmanipulationsrätsel und ich habe keinen blassen Schimmer im Moment. Aber hier war nix. Nee, aber EVE Online war schon cool, aber es ist halt auch ein extremer Zeitfresser. Zumindest war es das damals. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich meine, ich habe es jetzt ewig lange nicht mehr gespielt. Den habe ich ja noch, den brauche ich nicht. Hier ist aufgegangen, da komme ich nicht rein. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, läppisch geantwortet wegen dem Beischlaf. Nee, weil frisst zu viel Zeit. Die einzigen zwei Ausnahmen, wenn ich nochmal ein MMO halt spielen würde, wäre, wenn es ein Dark Souls MMO geben würde, in Klammern vielleicht Deep Down, wenn mal sowas in die Richtung dann mal tatsächlich kommt. Alternativ, wenn Blizzard nochmal ein neues MMO rausbringt, weil das sind die einzigen, denen ich zutraue, dass sie nochmal ein gutes MMO machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Blizzard oder irgendwas mit Stamina Combat. Die Entdeckung, dass der Schlüssel zu meiner Vision Licht und Dunkel ist, sollte mich erleichtern. Doch mit jeder Erkenntnis steigt nur die Furcht vor dieser geweissagten Zukunft. Altea. Es ist mehr oder minder immer noch. Hast du ein paar Monate mal gespielt? Okay. Da komme ich dann hoch. Eventuell. Was ist mit Final Fantasy? Inwiefern, Kaiser? Komme ich da hoch? Okay, was bringt mir das? Da komme ich nicht hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Okay, don't get it. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da hochkomme, weil das wird mir ja helfen, um weiter hochzukommen. Die Frage ist, ob ich die Statue da vorstellen muss. Wie Final Fantasy 14? Er meint wohl Final Fantasy MMO. Markus ist nicht so der Freund von Final Fantasy. Ja, nee. Wie gesagt, die einzigen beiden Ausnahmen, Blizzard MMO oder, so wie ich gesagt habe, ein Stamina-basiertes. Und beides trifft wahrscheinlich nicht auf Final Fantasy zu. Also ergo, nein. Bitte nein. Die Frage ist, wie weit komme ich mit dieser Statue? Steht die jetzt hier nur zur Deko rum oder soll die da rein und ich soll das aufhalten? Das ist eine gute Frage. Weil komme ich hier runter mit dem Ding? Weil sonst müsste das ja hier eine Funktion haben. Final Fantasy ist eigentlich grandios. Ja gut, aber das wird jeder Fan von jedem Spiel halt behaupten, dass Guild Wars grandios ist, dass WoW immer noch grandios ist, dass, was weiß ich, gibt bestimmt noch viele andere MMOs, die ich gar nicht mehr kenne. Das ist halt so, dass die Leute, die sie spielen, halt wahrscheinlich auch gut finden. Aber das ist halt eben nicht meins. Deswegen sagte ich halt, bis auf diese beiden Einschränkungen. So, die Frage ist, was bringt mir das, wenn ich das jetzt hier hinstelle? Näher komme ich nicht dran. Doch komme ich. Okay, was passiert jetzt? Ah, so. Mein Gott, bin ich ein Rätselfuchs. Rätsel erkannt, Rätsel gebannt. So, jetzt können wir aufwerten. Und noch ein Gorgonenauge. Und noch eine Phönixfeder. Und aufwerten. Do it! Athenes Rache. Er und halten. Kreis halten, 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 halten. Alles halten. Und das nächste kostet 25.000. Also da ist noch ein Stückchen hin. Und Izumi, komm gut ins Bett, schlaf gut, bis morgen. WoW ist einfach was? Grafikrütze zum Kübeln. Ja, es hat aber schon damals zum Release nicht mit der Grafik gepunktet. Das ist aber Comic-Grafik, die mehr oder minder nicht wirklich altert. Das heißt, das ist halt relativ gut an dem Spiel. Sie war schon immer scheiße, sie wird nicht schlechter.
Und Yassi, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Gut, dann haben wir das Rätsel ja auch gelöst. Perfekt. Naja, ich teste gerade hier. Wobei, hat er gerade gesagt, rechts? Interessant. So, jetzt haben wir dann hier noch die Mitte. Wo ich zurückkomme? Wie komme ich denn da drauf? Da weiß ich noch nicht, was er mir bringt. Das ist zu hoch. Zelda hat dich zu einem wahren Rätselfuchs gemacht. So sieht's aus, El Topo. Die harte Lehrschule. Ja, Herrenjahre, ne? Nee, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich glaube, so rum heißt es. Da habe ich halt gut gelernt. Und dann auch Darksiders. Mich kann, glaube ich, nichts mehr schocken. Außer nackte Frauen. Die hat mich gestern doch geschockt, muss ich sagen. Eigentlich doch sehr. So, und hier müssen wir, behaupte ich jetzt mal, die Statue nach da unten kicken. Jetzt ist die Frage, wenn wir unten sind und die Zeit um ist. Warte mal, wir holen schon mal das Moped hier hin. Das ist natürlich ein Argument. Kaufen Sie unser Spiel, war schon immer scheiße, wird auch nicht schlechter werden. Ja, aber es gibt ja Spiele, die altern absolut beschissen. Die kannst du halt spielen, wenn sie rauskommen. Sagst du, okay, ist nicht ganz geil. Spielst du die aber 5 Jahre später nochmal, sagst du, das geht ja gar nicht mehr. Das hast du halt bei WoW nicht. Das hat sich nicht viel verändert. Das heißt, das ist mehr oder minder dieser, ich nenn's mal, Dishonored Bethesda-Style. Völlig überzeichnete Proportion. Das geht schon. Ist wie. Ach, da komme ich gar nicht rein. Ich dachte, ich komme da rein. Okay, das ändert natürlich mein Rätsel. Dann muss ich da rein. Aber die Frage ist, wie komme ich da rein? Geht die Tür denn auf? Gestern war noch Attack on Titans, richtig? Da hat uns eine nackte Frau vermöbelt. Nee, Bethesda hat ja halt auch so einen Grafikstil. Der ist halt nicht geil, aber ne, den kannst du wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren spielen. Weil er halt nicht altert. Na gut, ich muss da anscheinend nach unten. Aber was bringt die Statue mir denn jetzt hier? Das sehe ich noch nicht. Na gut, ich... Ach so. Hier ist auch noch ein Raum. Lol, wo ist der denn? Wo kam der Raum denn jetzt her? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ach so, der ist da direkt. Ach so. Das heißt, wir könnten die Statue da eventuell noch irgendwo... Ach so. Ach ja. Was? Das ist ein Doppelwopper. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich hier die Statue, also erstmal hier die Zeit aktiviere. Also die Statue schon mal da drauf ist schon mal vielleicht nicht falsch. Wegen die habe ich den kompletten Anime durchgesuchtet. Ja, ich habe ihn noch nicht geguckt. Mal schauen, wann ich das irgendwann vielleicht mal nachhole. So, und nu? Was bringt das jetzt? So, wenn ich jetzt drauf gehen würde. Warte mal, ich glaube, wir müssen erstmal die Statue da draufstellen und dann gucken, was passiert, wenn wir da Zeitmoped auslösen, wenn die Statue draufsteht. Eventuell passieren dann ja andere Dinge und Sachen. Holen wir erstmal hier das Moped. Oh, gucken wir, ob wir damit schneller sind. Nee, nicht wirklich. Können wir auch schieben. Was? Ich trinke gerade Wasser mit Cola-Geschmack. Also die Cola vom Mac ist nicht ganz so geil. Ja, aber wahrscheinlich war der Sirup alle. Das passiert manchmal, Yassi. Das ist leider unschön. Dann hast du halt eben farbiges Wasser. So, und jetzt gehen wir hier mal rein. Das bringt nichts.
Das Ding macht im Endeffekt nur den Mechanismus kaputt. Es ändert aber nichts an der Tür. Ja gut, gucken wir gleich. Rätsel sehe ich im Moment noch nicht. Also ja klar, ich sehe das Rätsel, aber ich verstehe es noch nicht. Gucken wir erstmal hier in die andere Tür rein. Und LX Alex sei auch gegrüßt. Ich finde die Cola von MC9 nie großartig. Wie gesagt, ich mag mehr Burger King. Ich mag tatsächlich mehr McDonald's Cola. Aber halt normale Cola, wenn sie halt ein vernünftiges, dosiertes Verhältnis hat. Und dann halt im Sommer am besten eisgekühlt. Boah, voll geil. So, was ist jetzt hier? Wo bin ich hier? So, jetzt warten wir mal, bis das Moped hier wieder zusammengebaut wird. Dann kann ich mich in dem Raum mal umgucken. Wenn schon Fastfood, dann Burger King oder gleich ein Döner. Ja, Burger esse ich auch lieber bei Burger King, das ist richtig. Aber es ging ja um die Cola. Wobei mittlerweile auch die Pommes bei McDonald's besser sind. Die Burger King hat bei uns nämlich neue Pommes. Seitdem die einen Lieferservice haben die andere Pommes. Und die sind nicht mehr so geil. Delphi-Katakomben. Kommen. Wenn du die Wahrheit suchst, werden die Seelen des Hades dir eine Hilfe sein. Oh, der hat gezackte Nippel. Erstmal nehmen wir hier das mit. Das heben wir uns auf, weil es hier wahrscheinlich gleich einen Kampf gibt. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Mickey, Lieferservice, hallo, warum in Bochum nicht? Keine Ahnung, Gelsenkirchen hat's jetzt. Allerdings nur bis 22 Uhr. Und dauert meistens eine Stunde, Brumme. Noch ein Upgrade. So, Seele des Hades. Entfesseln Sie Ihre Diener, die Seelen der Unterwelt. Das Vaporisieren von Gegnern erzeugt Lebensorbs. Also, da gibt's Leben. Alles klar. Also, damit kann ich dann nochmal Leben recken. Wenn ich dann mal scheiße spiele, wie jetzt zum Beispiel. Weil ich einfach schon wieder gesandwiched bin. Alter, ich in diesen engen Räumen. Oh, ich krieg's gerade. So, mach den schon mal bitte weg. Ich spiele halt am liebsten mit Feuer. Ich kann nur leider wieder gerade nicht wechseln. Das Spiel zwingt mich jetzt halt mit der Dingens hier zu spielen. Mit der Aufladung. Ja, ich würde am liebsten auf Feuer wechseln. Geht nur gerade aus Tutorialgründen anscheinend nicht. War ich das? War die Hand von mir? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt meine Hand war. I don't even fucking know. Ich hab viel zu viel Schaden. Ich glaube, die Hand ist von mir. Also, typisch. Ich glaube, die ist von mir. Aber ich sehe... Ah, da kam Orbs. Alter, wie Schwede, was geht hier? Ah, Feuer, Eis und Dosenbier, da oben sehen wir es. Also Seele ist unten, ich möchte bitte Feuer haben, dankeschön. Achso, wir sind wieder voll, dann brauchen wir die Kiste ja schon wieder hier nicht. Lol. Ah, okay, dann brauchen wir die Kiste halt nicht. Ist meine Hand, sag's der Hand. Bochum hat einen, sagt Anesra. Siehst du Brumme? Da, zack, geklärt. Und Knallkrieger, sei gegrüßt. Darf man eine Idee schreiben? Es kommt drauf an, solange es keine spielrelevanten Tipps sind, die erstmal, wenn es geht, zurückhalten. Weil sonst geht's so in Richtung Tipps, Spoiler, Backseat und dann erstmal nicht, bis ich explizit frage mit Hey Chat, helf mir mal bei XY. Pack den riesen Hentai-Moped-Tentakel aus. Oh, hier haben wir Havel. Havel, 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 Mann.
Er kommt mit der Keule ran. Aua, aua, der hat eine Stoßkeule. Aua, da muss ich die ganze Zeit ausweichen? What the fuck? Komm ich noch gar nicht dran. Oh! Der Hubble-Mann! Ich kann den... In der Glanzphase ist Gloria, da komme ich nicht dran. Da komme ich nicht dran, okay, got it. Aua! Alter Schwede, was sind das denn für Nerven-Mopeds? Und jetzt noch zwei davon. Das ist ja Mini-Boss-Time. Verfolger 1 und Verfolger 2. Ah ja, gut, geht aber. Da müssen wir mal ganz kurz. Das war nicht ganz so gut, glaube ich. Gib's ihm! Talos-Tötung! Ein Talos so zu töten bringt immer goldene Orbs ein! Dankeschön für goldene Orbs. Ja, jetzt ist er wieder super empowered. Da komm ich nie weg! Ja, jetzt treffe ich wieder nicht. Ja, jetzt ist aber rot. Können wir den auch mal eben finishen. Finish him! Ruhe im Puff. If I had a hammer in the morning, hammer in the evening. Oh Mann, ey. Wie gesagt, schauen wir nach Burger Express, der nimmt 7 feste Liefergebühren, Preise dieselben wie im Laden sonst. Ja, Burger King ist ein bisschen teurer, wenn er liefern lässt, das stimmt. Das heißt, ich nehme, wenn ich online bestelle, was ich ganz selten mache, weil es teurer ist, kein Menü. Weil ich nehme dann tatsächlich nur Burger und Pommes, weil Getränke habe ich ja zu Hause. Das heißt, ich verzichte halt auf die Coke und dann kostet es in etwa dasselbe wie im Laden. Klar, du hast die Cola weniger, aber du zahlst dann halt nicht mehr. So. Bei uns in der Ecke gibt es eine Straße namens Hubble-Ring. Foto machen, ins Discord hauen. Der Hubble-Ring. Eieiei. Ja, da hier kommen wir wahrscheinlich jetzt wieder raus, weil sonst war ja jetzt hier unten nichts. Wir haben die Fähigkeit bekommen. Okay, nehmen wir mal mit. Und wir haben jetzt gerade noch... Warte mal, hatten wir nicht gerade hier dieses Ding gesehen? Achso, ja, das braucht man nur dafür. Da unten war die... Ja, die können wir uns nochmal eben holen, die Kiste. Ich muss jetzt meinen Spanisch sollte noch ein bisschen üben. Adios, Freunde der Nacht. Dann, muchas gracias for cookie stream, streamo. Gönn dir uno cerveza, por favor. Oder fürs Lernen Aqua Minerale con Gas. Hasta luego. Bin guter Spanischsprecher. Nach der göttlichen Vision des Orakels Dingsbums haben sich alle Priester und Priesterinnen von Delphi ihre Aufgabe bei den Propheten abzuholen? Abzuhören? Whatever. Und Doc Emmett Brown, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Okay, das ist nix. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Ja, deswegen ja Aqua Minerale con Gas. Das ist ja quasi non-trinko. Alter Schwede, ey. Ja, die Tür kommen wir jetzt nicht rein. Hier unten ist keine Fähigkeit. Ob das hier was macht, weiß ich nicht. Der Sound ist so gut abgemischt in dem Spiel. Holy fucking moly, ey. B.
bringt mir was zu essen mit. Ich hab Hunger. Vorm Stream. Chibabchiti gegessen. Ewige Rufe, jene, die durch die Augen der Wahrheit gesehen haben. Mögen ihr einziger Anblick nur die Frieden im Elysium sein. Chibabchiti mit Pommes, habe ich ja gestern schon gesagt. Nom nom nom, war lecker. War gut. Ah, jetzt sind wir auf dem Ding, was wir von... Nee. Oh, fuck. Oh. Ach du Scheiße, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Das heißt, unten waren da jetzt noch Kisten dran. Ich habe die richtige Taste gedrückt. Wie soll ich denn da hin? Uff! Was? Das habe ich überhaupt nicht gesehen, wo ich da hin sollte. Achso, erstmal muss ich hier drauf. Dann muss ich da rüber. Pause. So. Dann muss ich hier rüber. Ah. So, jetzt ist nur die Frage. Ach, die Kisten sind hier, lol. Ah, wir sind unten, alles klar. Das war nämlich die Frage, die ich, wie kriege ich die ich gesehen habe. Aber das ist ja hier, perfekt. Die wollte ich nicht mehr haben. Da gibt es nämlich nochmal Phönixfedern und Gorgonenaugen. Von den Gorgonen, die sich bald verschonen. Und da brauchen wir nur noch vier. Du bist mir schlecht. Was hast du dir denn gegönnt? Wenn ich mal beim Mc's bin, letztens beim Mc's habe ich mir gegönnt, was habe ich denn gegessen? McChicken und ich glaube McRib oder so. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Glaube ich. Was? Frittierte Taube? Ist das hier der neue McHipster? Frittierte Taube bei McDonald's, ey. Ja, na klar. Ja, mit ein bisschen an Salbei. Mit Rucola-Topping. Das macht das Hipster-Herz auch glücklich. Mit der Mac-Taube. Mac-Hipster meine ich natürlich. Ja, ich glaube, ich muss hier durch. Die Frage ist, muss ich da jetzt durch? Ach nee. What? Ach du Scheiße. Muss ich da jetzt wirklich durch? Das sah jetzt aber eher nach Tod und Verfall aus, als nach Qualitätsdurchgang. Also ich glaube, ich soll da nicht durch. Aber was bringt mir das? Nee, das ist RIP. Ja, glaubst du, das war echtes Huhn, die kratzt die Taube von der Straße? Egal. Habe ich schon erwähnt, dass ich Gott liebe? Ich freue mich aufs Neue. Wie kommt dann nach dem Neuen Testament noch eins? Ich dachte, nach dem Neuen Testament ist Schluss, Yassi. Obwohl, das heißt ja schon Neue Testament. Ich liebe Gott. Auch eine Aussage. Habe ich das letzte Mal, glaube ich, von den Zeugen Jehovas gehört, als sie wieder geklingelt haben und ich dir die Tür vor die Nase wieder zugeschlagen habe. Haut ab! Ich weiß nicht, was das bringen soll. Aber ich bin jetzt ja hier auch gefangen.
God of War, sorry, Mann. Ach so. Ich dachte, du meinst gerade irgendwie Gott. Kappa. Das nagelneue Testament kommt noch. Ja, wahrscheinlich, Wookie. Wird mal Zeit. Ich meine, da lässt sich ein Bestseller-Autor wirklich Zeit. Heutzutage kriegt alles eine Fortsetzung. Wundert mich eigentlich ein bisschen. Ich check das Rätsel nicht. Was soll ich denn tun? Das Gitter geht doch nicht auf, oder? Auf der anderen Seite geht das Ding ja auch kaputt. Ja, es geht auf, lol. Es geht auf, jetzt habe ich es gesehen. Es geht erst sehr verspätet auf. Uff. Es geht verspätet auf. Und Chris, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Da steht schon in der Bibel, einmal kommt er noch, dann ist Schluss. Ja, aber mein Gott, ey, siehst du doch an der Matrix oder so, dann wird halt, oder bei Sigourney Weaver in Alien, dann wird halt ein bisschen geklont. Ich meine, da muss man mal mit der Fortschritt gehen. Ich meine, irgendwo eine DNA-Probe wird doch bestimmt noch rumgammeln in irgendwelchen Bernstein. Ich meine, die haben fucking Jurassic Park geklont. Werden sie bestimmt bei einem auch noch hinkriegen. Also Potenzial für eine Fortsetzung wäre da. Muss ja nicht ganz rational sein, kann man ja auch so ein bisschen in die Wunderkiste greifen. So. Oh, das Vieh ist schon mal in die Fritten. Zu denen komme ich jetzt nicht. Das heißt, hier können wir jetzt nur nochmal anmachen. Die Frage ist, warum will ich jetzt hier anmachen? Dann komme ich... Wohin? Das ist die Frage. Eventuell hier durch, weil hier ist jetzt zu. Das heißt, ich kann hier erstmal die Kisten snacken. Ja, ich brauche beides eigentlich nicht, ist egal. Dann nehme ich halt Leben. Alte Testament Reloaded. Ja, irgendeinen kräftigen Titel finden wir schon noch. Komm, da ist das neue DLC und wieder der Release. Ja, wobei, welcher Film wird jetzt nochmal wieder S? Stephen King. Hier schon wieder Remake. Den fällt ja nichts Neues mehr ein. Da hat das doch auch funktioniert. Machen wir einfach nochmal. Ein schönes Remake. Soll gar nicht so gut sein, habe ich gelesen, die Kritik. Irgendwie wohl ziemlich brutal, was im Buch gar nicht so ausgeschmückt wird. Also links und dann rechts. Ja, verstehe. Also da nach links, da nach rechts. Oh Gott. Plattforming. Nein! Das tue ich! Was war jetzt falsch? Zeit mal rum. Was? Sie hat Kunst des Ignorierens vom Papa geerbt. Oh, da bin ich Meister drin. Im Ignorieren. Das kann ich auch gut. Da, haben wir die Chicken Wings. Und Mr. Rammstein, sei gegrüßt, guten Abend. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen hier konzentrieren. Links. Rechts. Und durch. Uff. Der läuft seit heute Abend im Kino, aber ich muss dir recht geben, die ganzen Remakes gehen langsam auf die Nerven. Wir haben ja schon Remakes von Remakes und Remakes. Ja. Und dann werden sie remastered. Und remaked. Okami am 12.12. kommt das Okami HD Remaster vom HD Remaster, weil ursprünglich war es auf der PS2, ist remastert worden für die PS3 und kommt jetzt nochmal remastert von der PS3 auf der PS4. Uff. Und wenn dann bald die PS5 kommt, kommt wahrscheinlich das Remaster vom Remaster des Remaster. Und irgendwann sind wir bei Master of the Universe und He-Man.
bei der Macht von Grayskull. I have the power. Oh, I have the boss battle. Soll ich denn bei R1 auf den Gegner auf den Boden zielen? Was? Gegner aus... Ach, Gegner aus dem Boden ziehen. Verstehe. Ja, lesen war noch nie meine Stärke. Weiß schon, warum ich eher so Audiobooks und so mag. Muss ich hier schon wieder einen aus der Nase ziehen? Aua, die geben es mir dreckig. Erstmal schön den Boden mit aufwischen. Oh, du kommst mal bitte raus. Dankeschön. Du gehst mal kacken. Aua, oh, ich kriege ihn nicht hoch. Mein Kombometer. Geben Sie mir. Es sind zu viele. Sie sind zu schnell. Aua, oh, nicht zu langsam. Aua. Ja, da hat die im Boden versinken. Ist finster. Finish him! Dankeschön! Ja, jetzt zum Schluss kriege ich doch noch mein Combo-Ding. Ja, mach dritte. Uff. So, was habe ich jetzt geschafft? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Und was ich hier tue. Doch, ich bin unterhalb von dem, was wir gesehen haben. Das heißt, wir gucken jetzt nach unten statt nach oben. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt hier eigentlich? Da vorne ist wieder eine Tür mit Kistenwaren. Ah, und Yassi wechselt auf Tableau. Der mit Dolph Lundgren war ja nicht so pralle. Was, Dolph Lundgren? Wo war denn Dolph Lundgren? War Dolph Lundgren bei He-Man? Echt jetzt? Also von Master of the Universe einen coolen Film, da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mega Lust drauf. Bin He-Man-Fan. Ja, aber ich glaube, das ist mittlerweile zu unbekannt, Chris. Weil ich glaube, der... Oh, was habe ich jetzt getan? Der große Hype ist leider wohl vorbei. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich habe mich sogar gewundert, dass sie jetzt nochmal was mit Turtles gemacht haben. Oder auch ein Spiel. Ich glaube, es gibt auch kein vernünftiges Spiel von He-Man, oder? Was war denn jetzt hier? Was ist denn hier? Da geht der Fahrstuhl nach unten. Was passiert hier? Da gehen die Türen auf. Aha. Und ich komme hier nicht mehr weg. Also das Rätsel ist in diesem Raum. Verstehe. Ein Skeletor-Spin-Off würde immer gehen. Ah, Skeletor war schon cool. Hier eventuell? Also hier kriege ich erstmal ein bisschen Leben. Do it. Ja, do it. Ah, so. Erfrischung im 7. Und wir haben ja erstmal was aufgemacht. Ich weiß gar nicht wo, aber erstmal eben mal. Guten Abend, Les. War in letzter Zeit nicht sehr aktiv und wollte fragen, ob du in nächster Zeit The Legend of Zelda Breath of the Wild DLC spielen wirst. Oder hast du sie schon gespielt und ich habe es verpasst? Kleiner als 3. Also trauriger Smiley und kleiner als 3. Erfrischung. Erstmal danke fürs Knopfknöpfe im 7. und für den Support. Schön, dass du wieder reinschauen kannst. Ja, freut mich am meisten. Nee, haben wir nicht gespielt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Es sei denn, das zweite kriegt so gute Kritiken. Das erste DLC hatte ja... Naja. Das erste war kein DLC. Und nein, ich habe den Season Pass bis jetzt noch nicht gekauft und warte auch erstmal, wie das zweite wird. Und wenn das halt nicht grandios bahnbrechend wird, wahrscheinlich eher nicht. Weil das erste war halt super enttäuschend, weil es halt nur dieser Dungeon da war. Von daher, ich bin halt kein DLC-Spieler. Lieber spiele ich dann irgendwas Neues. Ich verstehe den Sinn.
Das heißt, wir müssen das Hourglass kaputt machen. Und zwar damit, Fragezeichen? Und dann komme ich da dran und kann drauf pendeln. Das verstehe ich auch. Alles klar. Oh, und irgendwie tut mein Nacken weh. Ich weiß nicht warum. Ob ich mir wieder verlegen habe oder zu viel auf den rechten Monitor in letzter Zeit geguckt habe. Ich kann meinen Kopf so sehr schwer nach links bewegen. Ah, knack, aua. Ich habe eine Idee, lass uns He-Man drehen. Aber mit Frauen bei Ghostbusters hat das auch funktioniert. Ey, Wookie, hör auf. Das war ja schon Vergewaltigung. Wo kommen wir denn hier hin? Hier kommen wir jetzt nach oben. Mal gucken. Ja. Und dann komme ich dahin wieder zurück. Ja, das funktioniert jetzt aber noch. Na, das war doof. Da komme ich oben zurück. Aber die Frage ist, muss ich jetzt zurück? Wir haben ja oben nichts mehr, was wir erledigen können, ne? Das heißt, wir sind ja deswegen nach unten gesprungen. Also ergo könnten wir jetzt auch unten erstmal das Rätsel lösen. Der Ghostbusters ist definitiv nicht der schlechteste Film. Was ist denn der schlechteste Film, Last of Mars? Ich würde gerne runter. Ich komme hier nur leider nicht mehr runter. Und ich wechsle mal den Lurk. Morgen wieder früh raus. Bella, komm gut ins Bett, Mann. Schlaf gut. Bei Filmen bin ich raus. Da habe ich halt leider nicht mehr so viel gesehen. Da kann ich jetzt leider nicht mitreden, was der schlechteste Film ist. So, dann machen wir jetzt so. Da komme ich nicht dran. Ja, da können wir schon knicken. Das heißt, ich muss direkt hier hoch. Und muss dann darüber in der Zeit. Das soll zeitlich passen. Das sieht aber verdammt close aus. Alien Covenant. War der echt so schlecht? Den habe ich gar nicht gesehen. Also den würde ich gerne noch sehen. Weil ich halt Alien ganz geil fand. Also so früher halt immer. Aber ich weiß halt nicht, wie gut der Film ist. Ja, ich habe Prometheus noch nicht gesehen. Nein! Oh, ich drücke die falsche Taste. Oh, das war ja mit B-Note mangelhaft. Ja, Prometheus muss ich noch gucken und Alien Covenant. Oder Covenant, oder wie man das ausspricht. Und enttäuschenderweise muss ich sagen, ich wollte Der Marsianer gucken. Habe ich auch festgestellt, den gibt es nicht auf Amazon Prime und nicht auf Netflix. Doll, kann ich mal wieder nicht gucken. Nee. Da fehlt aber ein ganzes Stück, ey. Oder? Fehlt ein ganzes Stück. Wie lange ist das Hourglass dann unten? Also nach diesem Dötter-Tötter-Töm. Wann bewegt sich das Glas denn? Geht beides gleichzeitig nach oben? Ja. Also sobald das Ding kommt, geht das Glas wieder nach oben. Der Marsianer mega gut. Ich habe, der war jetzt ja letztens in Free TV auf Pro7. Da habe ich ihn halt nicht gesehen. Ich wollte ihn ja irgendwann mal on demand gucken, aber habe jetzt festgestellt, er ist on demand halt gar nicht drin. Also wie gesagt, weder bei Netflix noch bei Prime, was halt ziemlich kacke ist. Die Frage ist, ob ich da so hochkomme. Das sieht aber nicht passend aus, ne?
Ne, da fehlt ein ganzes Stück. Muss ich echt... Aber da fehlt doch zeitlich so viel. Das schaffe ich doch gar nicht, oder? Warte auf den Sound. Nee, da ist er schon wieder vorbei. Das heißt, das schaffe ich zeitlich nicht. Das Einzige, was dann wirklich geht, ist darüber. Aber da hält er sich nicht fest und da kann ich auch nicht wirklich Doppelsprung machen. Nochmal probieren, ob ich da jetzt rüberkomme. Aber da brauche ich ja eigentlich gar nicht die Zeitschleife für, weil das geht doch auch ohne. Wo ich enttäuscht war, muss ich sagen, war Interstellar. Den hatte ich gesehen. Den fanden ja viele auch gut. Wie, das war jetzt das Rätsel? Das war jetzt das Rätsel? Das kann doch jetzt nicht das Rätsel sein, oder? Nee, ich wollte schon sagen. Das kann ja nicht das Rätsel gewesen sein. Das wäre ja alles irgendwie ziemlich unlogisch gewesen. Aber hier waren wir auch noch nicht. Was ist das denn? Mithilfe der des Uroboros-Amulett und des heiligen Nebels von Delphi weist uns das Orakel den Weg mit göttlicher Wahrheit und Weisheit. Okay. Transcendence habe ich auch noch nicht gesehen. Kann ich geöffnet werden? Hier haben wir erstmal einen Hebel. Den können wir auf jeden Fall schon mal hebeln. Und Brother Kane sei gegrüßt. Und Luke Xto natürlich auch. Und Last of Mass und Olsen. Und Stinglette. Schönen guten Abend. Aha. Achso, hier ist jetzt erstmal offen. Was ist hier? Kann nicht geöffnet werden. Scheiße, das war doof. Da wollte ich nicht hin. Jetzt kann man nämlich den ganzen Weg nochmal gehen. Also da brauche ich aber die Time Moped gar nicht für. Sehr merkwürdig. Und Bloody Ace sei auch gegrüßt. So, das heißt, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da vorne kommen wir nicht weiter, da war die Kiste, da fallen wir runter. Ich muss zum Beispiel mega viel im Kino nachholen. Mich interessiert ehrlich gesagt die Hälfte von dem, drei Viertel, mich interessiert gar nichts mehr, was ins Kino kommt irgendwie. Keine Ahnung, früher war alles besser. Feels Batman. Gesundheit brauche ich im Moment nicht. Da kommen wir hoch. Hier waren wir jetzt schon. Waren wir hier schon? Die Tür kriegen wir jetzt allerdings kaputt. Das ist schon mal gut zu wissen. Bin ich denn nun schon wieder? War ich hier schon? Ach so, ja, war ich. Ja, ja, war ich. Warum kann ich das nochmal angucken? Okay, das heißt, wir haben jetzt da einen Weg. Ein Rundgang. Kommen da jetzt nach oben oder nach unten? Das Ding fällt nach unten. Das heißt, hier würden wir von oben was nach unten befördert bekommen, wenn wir es da hinbekommen. Jetzt ist die Frage,
Da ist noch eine Kiste, die nehme ich mit. Ach, da ist noch eine Kiste, die nehme ich mit. So. Wir kommen dann hier nach oben oder unten. Die Frage ist, wir brauchen von oben, wo es nicht weitergeht, eine Statue oder so. Fabian, komm gut ins Bett, schlaf gut. Also hier geht's nicht nach oben, aber hier geht's nach unten. Achso, da waren wir anscheinend auch noch nicht. So, gib mir mal dein Schild her, das brauchst du nicht. Schild im PvP ist böse, pack it weg. Ah, hier die fliegenden Mopse. Erstmal in die Möpse stechen. So, der ist auch RIP. So, ich glaube, der Vogel ist auch RIP. Da haben wir jetzt einen Karton. Und der Karton muss wohin? Nein, ich will den Karton hier. Achso, ich muss halten. Lol. Was ist, wenn wir den da auf die Flammen packen? Er kennt zwar jetzt den tieferen Sinn noch nicht, aber ich mach's mal. Na, das geht nicht. Drauf komme ich nicht. Warum steht hier unten jetzt so ein Moped? Warte mal. Bricht hier das Moped? Warte mal, nee, wo bricht das Moped denn zusammen? Hier? Ja, hier. Jetzt ist die Frage, ist das hier oder ist das hier, ist das da? Weil da oben das Ding fällt nach unten. Dann müsste die Platte ja da drunter liegen. Und dann müsste das Ding eigentlich in der danach folgenden Szene von der Zukunft, wenn es in der Vergangenheit unten ist, in der Zukunft nach... Aber das erkenne ich jetzt nicht, ob das optisch hier an der gleichen Position ist. Also das Vergangenheit-Zukünftige wird in der Gegenwart sein. Verstehst du? Aber das muss halt passen. Wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Das könnte auch eine optische Täuschung sein. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben und oben die Vergangenheit in die Gegenwart, aber nur mit der Zukunft. Eieiei. So, warte mal. Hier ist, nee, ich will hier runter. Dankeschön. Dann machen wir hier die Gegenwart zur Zukunft. Ist jetzt die Gegenwart Zukunft oder muss ich quasi in der Vergangenheit noch was für die künftige Zukunft tun? Das erkenne ich nicht. Nee, es ist... Ah, ich muss es da drauf. Ach, ich muss es drauf draufen. Ach so. Ja, na klar, habe ich gesehen. Das heißt, wir müssen in der Vergangenheit noch Dinge tun. Kannst du den Satz bitte nochmal wiederholen? Ja, wir müssen in der Gegenwart die Vergangenheit triggern, damit wir in der Zukunft die Gegenwart haben. Verstehst du? Das heißt, das Ding brauchen wir in der Vergangenheit unten. Müssen es in der Gegenwart auslösen. In der Vergangenheit da drauf schieben. Können mit der Zukunft hochfahren. Und sind dann in der Gegenwart da, wo wir sein wollen. So. So, dann haben wir das Ding schon mal hier oben. Jetzt ist die Frage, wo will ich das denn hinhaben? Und Sir Captain Chino, schönen guten Abend. Das heißt, hier kommen wir nicht rüber. Ah, wir haben aber die Tür hier aufgemacht. Auch in der Vergangenheit, dass es uns in der Gegenwart nicht stört. Nämlich da. Jetzt müssen wir das da irgendwie rüberkriegen. Ja, kriegen wir hin. Genau, und können das jetzt hier runterschubsen?
und können das dementsprechend erstmal auf den Hebel hier vorne stellen, glaube ich, um die Kisten kurz zu snacken, wenn das geht. Ja, vielleicht geht's nicht. Oder ich muss ja einmal außen rum. Habe ich noch irgendjemand übersehen? Aua. Schönen guten Abend nochmal an alle, wenn ich wen übersehen habe. Hallöchen. So, erstmal machen wir jetzt hier. Erstmal hier auf. Das war die Seite. Wo war jetzt die Tür? Die war ja in der Gegenwart und Zukunft. Dementsprechend müsste die auch in der Vergangenheit da gewesen sein. Da. So, snacken wir uns erstmal hier die Mopedze. Zeit ist halt relativ, ganz genau, Lars auf Mars. Das Orakel Altea hat gerade eine göttliche Vision und darf nicht gestört werden. Alle Suchenden und ihre Opfergaben dürfen nur dem Propheten vorgeführt werden. Ja, klar. Und noch eine Phönixfeder. Und das hat sonst nichts gebracht. Was? Ich habe nur den Controller auf meinem Schoß gelegt. Alter Schwede. Und Pane zockt. Schlaf gut. Bis morgen Abend. Komm gut in den Jahr, ja? Hatten wir hier noch eine Tür? Nein. Aber jetzt? Haben wir das hier? Um da dran zu springen. Wenn das unten ist. Denn dann können wir jetzt das Hourglass. Boah, wie soll das denn gehen? Machen wir bis da. Alter Schwede, da brauchst du ja aber wirklich Timing aus der Hölle. Wieso springt er denn jetzt da nicht drauf, Pfosten? Was ist in deinem Schoß los? Ja, der ist on fire, El Topo. Der vibriert schon wieder alles. Ach, jetzt hält's länger. Das Spiel bescheißt doch. Das ist doch nie Timing. Das war jetzt, das war doch 500 Mal länger als vorher. Also entweder ist mein Zeitgefühl völlig kaputt. Jo, danke schön. Erstmal kaputt machen. Die Kammer des Orakels. Lege deine Gaben für Altea. Wir entscheiden dann, ob sie würdig sind. Ich gebe gar nichts. Du forderst wirklich eine Audienz beim Orakel, ohne Gaben mitzubringen? Kühn. Töricht, aber kühn. Obwohl, du musst einen guten Grund haben, mit solch einem Zeichen das Orakel aufzusuchen. Kehre zurück, wenn du bereit bist, Opfergaben zu erbringen. Ich kam, um das Orakel zu sehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich hätte gerne deine Geschichte gehört, Krieger. Eine Schande, dass du dich der Vernunft verschließt. Entfernt ihn! Alter, wie groß ist denn der Typ und wie klein ist denn die Frau, die da auf seinem Schoß sitzen hat? Wir brauchen einen besseren Sklavenhändler. What? Oh. Und Jan, sei gegrüßt. Danke für den Host. Schneid nicht. Du wirst sie nicht sehen. Oha. Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen den verjüngten Mopedmann in die Schlacht. Achso, Steuerung hat schon angefangen. Schönen guten Abend.
Jump! Jump! Dein Wunsch, das Orakel zu sehen, wird dein Tod sein. Glaube ich nicht. Ja, vielleicht doch. Tapfene! Oh, fick! Lass mich, ich kümmere mich um dich! Spring! Und jump, und jump, und run! Arroganter Narr! Wir kicken einfach mal alle weg, ey. Achso, da muss ich springen, sagt er doch. Oh! Hups! War nicht richtig, ne? Zack! Verdammt! Lonnikon und Raika, schönen guten Abend, alle, die von Stricker kommen, seid gegrüßt. Ihr habt, ja, gerade hier beim Bosskampf oder so, muss man ein bisschen hier rumjumpen und rumrannen. Gerade war halt Rätselzeit, die haben wir mit Bravour, mit Glanz und Gloria gemeistert. Bin ja so ein alter Rätselfuchs. Das harte Training von Zelda und Darksiders hat sich ausgezahlt. Aber der Jump'n'Run kann ich noch nicht. Ich hätte doch vielleicht mal Crash Bandicoot spielen sollen. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich um ihn. So. Da oben muss ich jetzt dran springen, ne? Den erstmal plattrollern. Dann da dran springen. Dann X drücken. Wir lassen uns nicht besiegen! Nochmal X drücken. Oh, das war die falsche Taste, da musste ich nicht nochmal X drücken. Captain Quicktime Event, willkommen. Bin ja voll gut drin. Oh, und Diana, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Ah. Und Maike, sei gegrüßt. Ah. Der Tod geht auf Maike. Da kann ich jetzt nichts dafür. Das war Maike. Gruß geht raus. Alter. Ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. Oh Mann, ey. Das ist alles Jan schuld. Ja gut, einigen wir uns darauf. Jan ist schuld. Bei Jan habt ihr ja, glaube ich, auch God of War gespielt, aber ihr seid schon ein bisschen weiter vorgedrungen, ne? Tatsächlich, bei mir gibt es da noch Eigenwerbung, Sellout, die Teile, die Jan nicht gespielt hat, also die PlayStation Portable-Teile, die sie ja auch für die PlayStation 3 remastered haben, also Ghost of Sparta und Chains of Olympus, werden wir uns auch angucken. Das heißt, wir spielen tatsächlich alle 6 Teile und sind gerade beim ersten sozusagen. Das heißt, da haben wir noch 5 Teile jetzt dann vor uns nach dem Teil. Arroganter Narr! So, jump, jump. Und jump. Und jump. Wir lassen uns nicht jump. Besiegen. Jump. Jump. Dreieck. Nein, Viereck. Und das macht er selber, alles klar. Du kannst ein großer Krieger sein. Doch in unserem Tempel hast du nichts verloren. Du wirst das Orakel niemals sehen. Wow, die hat keine Augen. Ich bin halt nicht so cool wie du. Nein, ich sag's halt nur. Ich sag's halt nur, Jan. Hashtag sellout. Herrje, der ist aber ganz schön hartnäckig. Seine Hartnäckigkeit bringt ihm nichts als den Tod. Hast du God of War 3 jetzt auf der 3 gespielt oder auf der 4? Weil wir spielen der 3er dann auf der 4. Was ist das hier? Achso, da kann ich Klötze klötzen. Verstehe. Ach du Scheiße, da fehlt ein lustiger Kampf. Aua, das könnte lustig werden. Er macht gut Schaden. Aua.
Oh Gott, er tut Dinge und Sachen, die Boden zum Wanken bringen. Ui, oh, nein, ich stehe an der falschen Seite. Ich werde nicht froh. Na, wo er denn? Na, jetzt macht er grüne Syphilis am Boden. Syphilis, Tripper und Knorrö. Aua. Findet der sich witzig? Glaub ja. Aua. Weiß gar nicht, wo ich hinausweichen soll. Ist ja überall grüne Kacke. Captain Special Effect, Mann. Bräuchte ein bisschen mehr Reichweite oder so. Do it! Ah, toll, jetzt habe ich gerade mein Feuer aktiviert. Neues. Und Maike, willkommen. Im Hobbit Club. Dankeschön, willkommen. Ich bin die Mauts. Und genieße. Ah! Und Jan ist schuld. Danke, Jan. Wie kriege ich den denn da runter? Dankeschön. Kann ich den hier einfach runterwichsen? Achso, ja, verstehe. Ja. Einfach mal die Säulen kaputt machen. Oh, 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 oh! Ich wollte das da haben! Oh, was bringt mir das denn? Das bringt mir gar nichts, außer den direkten Tod. Fuck! Willkommen, Mann, Maike. Dankeschön. Uff. So. Nochmal alles von vorn oder nur die Phase? Ja, nur die Phase. Alles klar, das ist fair. Damit kann ich leben. Wir können die ja schon mal präventiv kaputt machen. So, dann müssen wir da rüber. Nein, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Dann mache ich einfach so einen Bodycheck. Eieiei. Komm mal her, du Kollege! Also ich treffe einfach mit der dicken Hubble-Keule nicht. Ich habe ja noch die Hubble-Keule im Gepäck. Aua! Oh, der ist so flippermobil! Ui! Ich glaube, ich muss weg. Ah. Oh, das ist schade, rechts wäre noch was gewesen. Fuck. Und Yassi, komm gut ins Match, lauf gut. Yannick ist halt so, wer in seinem, was? Wer einen dazu nötigt, fast 15 Minuten zum Game Stream zu beginnen? Dass sie muss die Beliebtheitskarte in 5 Minuten zu fallen. Du stehst jetzt sogar unter Lindenstraße. Was? Wer, ich oder Yannick? Yannick ist unter Lindenstraße oder ich? Wobei Lindenstraße, da waren schon damals ein paar coole Schnittchen bei. Ah! Für mich du. Hier, Mutter Weimar und so. Bin ich hier safe? Spiel nicht mit diesem Narren! Töte ihn, Castor! Ich kann gerade gar nichts machen. Kill him! Achso, ich muss ihn auf die Oma hauen. Alter! Kill him! Der Yannick, Markus. Geile Sorge, du stehst immer noch auf einer Stufe mit Power Rangers und den Glücksbärchis. Oh ja. Oh, ich mochte aber eher die Gummibärenbande. Können wir da was aushandeln? Gummibären.
hüpfen hier und dort und überall. Stirb! Da war ich eher Fan von. Die Glücksbärchis war so Cuteness Overload. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal den Safe Spot wieder aushandeln. Aua, Captain Safe Spot. Aua, Captain Blasemann. Der Leben sieht noch alles gut aus. Die Musik! Nerdgasm! Ja, grabben kann ich ihn nicht, das soll ich lassen. Nochmal Einsturzphase. Ist unaufhaltbar. Du hast das Schicksal des Orakels besiegelt. Du wirst die Wahrheit nie. Nein! Lass die Möpse leben! Auch ein geiler Typ, er sitzt da und bewacht sie und danach, nee, kommt, kriegt keiner, ich auch nicht, dann hör mal auf. Ich glaube, wo ist denn safe? Da wo er steht vielleicht, wa? Ja, ich glaube, ich hätte durchstylen sollen. Fuck. Fuck. Welcher war dein Lieblings von den Gummibärchen? Ich weiß nicht. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich wusste nur, dass ich sie gerne geguckt habe. Ich glaube, hier muss ich einfach auf den Boss durchstylen. Ja, genau. Ja, was ein Mumpitz. Sie werden mich foltern, wenn ich versage. Falsche Taste gedrückt, fuck. So, jetzt bitte mal die richtigen Quick-Time-Events. Ja? Mal konzentrieren. Das war jetzt nicht mein Fehler. Das war nicht mein Fehler. Reiß ihm den Arm raus. Oder den zweiten. Der reißt den zweiten Kopf ab. Alter Schwede. Uiuiui. Ein Kopf ab. Weiter to go. Ich bin nur ein Unschuldiger. Kann man mal machen. Uroboros Amulett. Dieses Amulett wurde dem Orakel Altea vom Propheten Castor gestohlen und kann anzeigen, ob ein Objekt lebendig oder tot ist. Na ja, dann. Nur eine Fleischwunde. Ach, Tacker. Patex. Oder Duct Tape. Kriegen wir schon wieder zusammengeklebt. Wobei, wenn wir jetzt wirklich da raus sind, ist die Frage, dann haben wir das Rätsel ja oben mit der Kiste gar nicht gelöst. Fuck, wieso nicht? Ah, nicht schön. Und wenn er mit Boss nicht mitnimmt, ist es der Castor-Transport. Ja, wahrscheinlich, Lars auf Mars. L2 Uroboros-Amulett aktivieren. Ja, lass uns mal ganz kurz umgucken. Alter Schwede, ey, was ein Bosskampf. Und Objekt anvisieren ist dann... Achso, ich muss es gedrückt halten und zerfallen lassen und wiederherstellen. Ja. Er. Ja, aber wie soll ich denn... Das haben sie auch doof gemacht. Wie soll ich denn bitte mit der Kombination L2 halten, drücken und jetzt soll ich mit R, nicht mit L links. Links wäre easy. Ich soll jetzt mit R, da komme ich ja gar nicht dran.
Und ich muss halten, weil... Wie dumm ist denn das bitte? Also das ist ja die absolut unkomfortabelste Position ever. Achso, ich kann Viereck loslassen. Na ja gut, ich habe nichts gesagt. Vier kann ich wohl loslassen. Dann geht's. Nach links bewegen, zerfallen lassen. Alles klar, okay. Dankeschön. Ich muss nur L2 noch gedrückt halten. Vier kann ich loslassen. Dann geht's. Dann habe ich nichts gesagt, weil dann ist der rechte Daumen ja plötzlich nicht mehr busy. Was hat mir das jetzt gebracht? Halten, anvisieren? Ach, da kann ich nichts. Was ist denn hier vorne? Hier können wir auch noch was machen. Achso, das war das. Das heißt, ich müsste da irgendwo nach oben kommen. Die Frage ist, ob ich da nach oben komme. Du brauchst eine dritte Hand mit 6 Fingern. Ja, manchmal frage ich mich wirklich, was sie sich bei solchen Kombinationen denken. Ich glaube, ich muss da nämlich so rum hoch. Ganz genau. Und jetzt können wir das eventuell ganz zusammenbauen. Wir machen den Weg frei. Das Ouroboros-Amulett von Ouroboros Raiffeisenbanken. Gesponsert durch den Streamer ihrer Wahl. Alter Schwede. So, und jetzt müssen wir das Moped hier nochmal anvisieren. Achso, wir können das hier machen. Und können das jetzt ganz wieder herstellen. Ganz genau. Und haben dann nämlich hier oben die Brücke. So sieht's mal aus. Und da liegt auch die gute. Oh Mann. Jetzt habe ich leider nur von Jan die Frage nicht gestellt. Kann aber auch, die können auch die Zuschauer von Jan gerne beantworten. Auf der 4? Teil 3? Oder alle auf der PS3? Sorry, ich hatte die Frage gestellt und dann war gerade so viel Action, dass ich die Antwort nicht gesehen habe. Ist immer doof. Wer hat spätestens in der Aufzeichnung, würde ich die Antwort sehen, weil ich die Aufzeichnung immer nochmal durchgucke. Aber wie gesagt, frage ich jetzt nochmal. Ja, die hat gar keine Augen mehr, Nekomata. Weg nach Delphi. Aletheia. PS4, okay. Ja, ich dann auch. Bin ja auch gespannt drauf, da habe ich es nämlich noch nicht gespielt. Ich habe es damals nur auf der PS3 gespielt. Keine Wirkung auf mich. Dann ist dein Schicksal besiegelt. Sorg dich nicht. Ich bin mir meiner Lage bewusst. Ich habe diesen Tag erwartet. Deine Gedanken sind zerstreut. Und dein Geist verwirrt, Krieger. Ich spüre es. Du suchst die Wahrheit. Ja. So sei es. Vergiss nicht, die Wahrheit hat immer ihren Preis. Feinde, Unschuldige, Familie. Dein Bund ist erfüllt. Was getan ist, ist getan. Und es ist unwiderruflich. Jan, danke nochmal für den Host. Erledige Dinge und Sachen. Bis dann. Freue ich mich drauf, weil auf PS4 habe ich ihn halt noch nicht gespielt. Ja, das ist zum Abschluss dann nochmal das Highlight quasi. Vor deinem Eid mit Ares. Sie werden vor nichts zurückschrecken, falls du dich weigerst. Also spricht der Schatten die Wahrheit. Die Absichten von Orkos sind rein. Orkos. Aber er gehört zu Maike, den Folien. Komm auch gut ins Bett. Und die Zeit seiner Bestimmung wird kommen. Meine Zeit verrinnt. Um den Wahnsinn loszuwerden, der dich quält, musst du jene besiegen, die deinen Bund mit dem Kriegsgott bewahren. Wie soll ich die Furien besiegen, wenn ich nichts als Illusionen sehe? Jenseits des Meeres birgt der Leuchtturm von Delos die Augen der Wahrheit. Delos?
Finde die Augen und sie werden dir den Weg zur Freiheit weisen. Althea, das Orakel von Delphi, mit ihrer prophetischen Gabe sprach sie in ihren letzten Worten von den Augen der Wahrheit. Sie warten jenseits des Meeres in der Laterne von Delos. Kommen wir hier noch nach oben oder ist hier... Nee, da ist anscheinend nichts. So, wir nähern uns da, wo ich noch nicht war, Freunde. Ich glaube, wir kommen nämlich jetzt zurück zum Amphitheater. Da, wo dieses Aquädukt war. Und da hört's für mich auf. Ab da wird's blind. Also, ist auch nicht besser, wenn's nicht blind ist, weil ich kann mir Wege eh nicht merken. Wenigstens hat sie noch zu Ende gesprochen und nicht so ein Standardabbrecher. Ja, meistens rippen die ja schon vorher, aber zumindest haben wir noch ein paar Infos gekriegt. Weil ich glaube, jetzt kommen wir nämlich zum Aquädukt, Mann. Glaube ich. Gucken wir nochmal hier rein. Da geht's anscheinend weiter. Nein, okay, war nur Bonustruhe. Okay, nehmen wir natürlich gerne mit. Markus, willst du wissen, wie du Kisten... Ja klar, also alles, was vergangen ist, wenn ich da nicht nochmal hinkomme oder so. Ja, sagt's nur, dass die Mods wissen, dass das halt vergangen ist, weil sonst sehen sie es als zukünftige Spoiler. Dann wird's eventuell gepurcht. Aber was vergangen ist, wo wir nicht nochmal hinkommen, kannst du gerne reinschreiben. Ja, kein blassen Schimmer, wie das hätte gehen sollen. Das heißt, ich hätte irgendwie nach unten die Statue kriegen müssen. Ja, eigentlich nicht. Da war ein Doppeltor und ich weiß nicht, wie ich das mit nur einem Mechanismus hätte aufkriegen sollen. Und Rascal, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Kannst du dich das nächste Mal mit Gradus und mit weißem und rotem Strich im Gesicht anmalen? Hat er eigentlich einen weißen Strich? Der hat doch nur einen roten. Der ist doch so blass, oder? Der hat doch keinen weißen Strich, der hat doch nur einen roten. Das ist eine interessante Idee. Und da Bauli, sei gegrüßt. Ganz simpel, du hättest einen Zeitstrudel und durch den Kopf... Du hättest einen Zeitstrudel und durch den Knopf war das Gitter wechseln? Das verstehe ich nicht, Anesra. Sorry. Also Statue drauf, Zeitspule, Statue runter. In die Gitter stellen. Ja, das habe ich ja probiert, aber da hat sich ja nichts getan, Anesra. Ich habe ja tatsächlich genau das gemacht. Ich habe die Statue draufgestellt, ich habe den Zeitstrudel aktiviert, ich habe die Statue runter gemacht, aber da sich nichts getan hat, es war ja nie komplett offen. Das war ja das Problem, ich habe es nicht gesehen. So die Idee hatte ich ja, aber das hat anscheinend nicht funktioniert. Oder ich habe es halt eben nicht absolut richtig gemacht. Uroboros-Amulett. L2 gedrückt halten und dann drücken. Okay. Was hat Magie? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Ja, erstmal Schild wegnehmen. Naja, Schild weg. Ist böse. Pack weg. Dankeschön. Jetzt können wir dann auch hier hingehen und jetzt können wir dann mal gucken. Nein. Falsche Taste. Falsche Taste. L2 gedrückt halten und dann Viereck drücken. Ja, mache ich doch. Ach, das dauert eine Sekunde. Warum geht's nicht immer? Braucht das eine Aufladezeit? Ach, das braucht Aufladezeit. Oben links. I see. Da oben links ist ein Timer. Den habe ich gerade nicht gesehen. Der wird langsam wieder voll. Alles klar, das braucht also ein bisschen Zeit. I see. Du hättest zwischen den zwei Gittern dich stellen müssen und bis die Zeit weiterging, dann wärst du durch gewesen, okay. Also ein bisschen Airtiming-Geschichte. Ja gut, das habe ich halt so schnell... Ich dachte, ich komme halt nochmal zurück, aber anscheinend ja nicht. Ja, beim nächsten Mal dann, falls es nochmal ein nächstes Mal gibt. Irgendwann vielleicht in 10 Jahren, wenn wir es nochmal spielen. Ja, hier vorne können wir bauen. Nee. Hier.
Ja, bauen wir uns mal den Übergang. Ja, das sieht doch gut aus. Ripp, 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 bei mir auch, bei mir auch. Och nö, Zeit zum Schlafen gehen. Ich hatte Frame Drops, 1134. Die Frage ist, ob ich jetzt wieder da bin. Oder nicht. Weil es droppt nicht im Moment weiter. Das heißt, ich hatte einmal Frame Drops, aber dann nie wieder. Kann man ganz kurz reinschreiben. Hatte Frame Drops, Nu, aber nicht mehr. Sollte wieder gehen. ...1134, um genau zu sein. Bei mir wieder da, okay. Ja, F5 regelt. Hatten wir gestern Abend auch, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder am Twitch im Moment. Ja, viele Server sind auch, wenn ich immer connecten will, rot. Keine Ahnung. Ja, ich kann mal den Router morgen früh nochmal resetten und bist wieder lebendig. Der Stream war weg. Ja, halt einmal in DC. Ich hatte halt 1134 Frames gedroppt und wenn zu viele sind, kommt es halt zum Disconnect. Ja, das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Hoffe mal, dass es jetzt nicht weiter droppt. Sagt Bescheid. Ich dachte, machen kann ich nur leider nicht viel. Alternativ habe ich ja gesagt, wenn es jetzt öfters oder häufiger zu oft vorkommt, die Telekom hat mittlerweile Glasfaser hier in mein Haus gelegt. Das heißt, ich könnte jetzt auch zur Telekom gehen. Das wäre kein Problem. Dann mache ich mir irgendwann eine Zweitleitung. Wenn es zu oft passiert. Ja, passiert ist nichts. Ich habe hier nur gerade mit dem Uroboro-Amulett die Brücke gebaut. Mehr nicht. Der Drops ist gelutscht. Ja, hoffentlich. El Topo. Bei mir gingen gerade gar keine Streams mehr. Ja gut, kann auch sein, dass alle Twitch-Server kurz einen Hiccup hatten und deswegen disconnected oder DC'd haben. Muss ja nicht immer nur an mir liegen. Ist ja halt nur, dass ich halt 1134 Frames nach Amsterdam halt verworfen habe. Oh, Möpse! Ja, mal die Möpse weg. Uroboro-Amulett ist auch nicht ganz so golden. Oh, erstmal nervt hier dieses R1-Ding. Kann ich das mal bitte einsammeln? Ja, machen wir die erstmal weg. Aua, die werfen halt mit diesen Dingern. Machen wir die erstmal ganz kurz weg. Dann geben wir der Waifu. Die Keule ist voll hart. Alter Schwede, ey. Waifu kegeln. Alter, die hält aber gut aus. Stabile Schnitte. Die ist wirklich stabil. Alter, was stimmt mit der nicht? So, geh mal bitte weg. Okay. Ah. Was, wechsel doch jetzt schon? Dann musst du nicht immer Risiko gar nicht eingehen. Ja gut, es ist ja überall, Nikomata, dass es irgendwo mal Ausfälle gibt. Ja, selbst wenn ich jetzt zur Telekom gehe, heißt es ja nicht, dass es zu 100% besser wäre. Das kann ja leider keiner garantieren. Ja, wenn mir das einer garantieren würde, eine 100%ige Verfügbarkeit und mir 1 Million zahlen, wenn es nicht passiert, also wenn ein Ausfall ist, klar, würde ich sofort wechseln, aber kann halt leider keiner. Aber jetzt droppt im Moment nichts mehr weiter, von daher alles gut. Die Zisterne. Genau, da habe ich letztes Mal aufgehört. Haben wir ja noch im Safe-Game gesehen. Plus es wären halt doppelte Kosten.
Weil Unity Media ist hier halt im Mietvertrag drin, das kann ich sowieso nicht komplett kündigen. Ergo wäre ich dann bei Unity Media und Telekom. Das wäre halt eben nur eine Zweitleitung. Und das wäre dann mal eben wieder 40, 50 Euro im Monat, die halt on top extra kommen. Das wollte ich gar nicht, aber okay. Ich weiß noch nicht, was dieses Amulett bringen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie ist das gerade ein bisschen underwhelming. Der Hundequäler ist wieder am Start. Who let the dogs out? Call Peter! Alter Schwede. Nö, ist schon alles cool hier. So, finish him. Ah, oh, das hat weh. Stop it! So, machen wir Fritte hier mit dem. So. Sehe ich die PS Plus-Spiele gerade richtig? Ich weiß nicht, was du siehst, Opi. Wir haben am Anfang drüber gesprochen. Ah. Hab mir heute mal einen Soda-Stream gekauft, muss sagen, ich bin beeindruckt. Ja, ich mag die Dinger nicht, weil irgendwann sind die Flaschen alle, dann musst du die wieder umtauschen, Pfand bezahlen, irgendwann hast du keinen Bock mehr in den Laden zu gehen. Ach, ich weiß es nicht, wir hatten auch mal einen Soda-Stream, haben ihn dann irgendwann weggeschmissen, weil keiner Bock hatte, CO2-Flaschen zu kaufen. So, ich wollte eigentlich genau hier runter und gucken, was hier ist, aber hier war nichts. Also hier kam ich ja her und bin da runtergeknallt. Und nochmal Repeich. Yes, sir. I heard again. 952 Frames. Weiß einer, also erstmal die Frage, ob ich wieder da bin. Ja, ich weiß halt nicht, ob es an Twitch liegt, weil es droppt halt einmal ganz kurz und dann droppt es halt nicht weiter. Wie gesagt, ich habe 952 Frames jetzt verloren. Was ist denn das für ein Mumpels? Also wie gesagt, ich sollte eigentlich wieder da sein. Also Raskal sagt, ich bin wieder da. Also, ihr seht mich wieder, okay. Ja, dann sag doch was, weil sonst hätte ich vielleicht jetzt nochmal einen neuen Server connected oder so. Wie gesagt, eventuell ist der in Amsterdam heute ein bisschen busy. Der war nämlich am Anfang schon halt relativ rot. War aber auch schon in den letzten Tagen. Eventuell wird er langsam auch überlastet, ich weiß es nicht. In der App anscheinend nicht. Aber wieder da, so im Großen und Ganzen. Ja, sollte sich dann halt normalisieren, hoffe ich. Ja, sorry dafür, stecke ich leider nicht drin. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder halt an Twitch oder am Amsterdamer Server.
Ja, wenn nicht, muss ich gleich nochmal zum anderen Server connecten. Wenn es nochmal passieren sollte, wer drückt mal die Daumen? Ich kann da leider nur immer nicht viel machen. Twitch OP, ja, da eben. Die Kiste kann ich jetzt, glaube ich, erstmal aufbauen. Dankeschön. Ganz genau. Dann nehmen wir die nämlich mit. Auf der PS4-App bist du da. Okay, ja gut, ja, dann sollte es wieder funktionieren. Ach, dieses dumme Internet. In 2017 Neuland. Alles doof mit Internet und ohne noch viel drüber. Gut, jetzt bin ich genug im Kreis gerannt. Jetzt machen wir weiter Progress. Sollte ja wieder funktionieren. Ja, sorry dafür. Aber auch nicht viel passiert gerade in der Zwischenzeit. Ach, das war ja so ein Labyrinth hier, ne? Machen wir uns mal voll. Nehmen wir mal mit. Auch Unity Media bei uns hat Probleme. 48 Stunden kein Handynetz. Ja gut, das habe ich nicht. Ich bin bei O2. Da habe ich halt keine Probleme. Hier ist... Das sieht ja fast aus wie der weitere Weg. Ergo, weil das so offensichtlich war. Gucken wir mal in den Seitengang. Ja, dieses Modeding von Internet wird sich sowieso nicht halten. Da hast du schon recht. Das ist halt, hat ja keine Zukunft. Genau, da waren wir. Das hatten wir nämlich schon mal gesehen. Und da war nämlich noch eine Kiste. Können wir nämlich auch mitnehmen. Wir brauchen jetzt ja 25.000 für das nächste Upgrade. Ist eh viel zu unbekannt. Ja, eben. Als ob die Leute irgendwann mal gucken, wie irgendwelche Pappnasen im Internet spielen. Nee, nee, also ich glaube, da hat RTL und Sat1 schon einen Safe Call gemacht und auf die Zukunft gesetzt. Wie gesagt, hier Internet guckt keiner. Wie gesagt, vor allen Dingen auch für Musik oder so. Da kaufen die Leute doch lieber Shellac-Platten. Als da dieses digitale Mumpelzeug. Und VHS. Großartige Erfindung. Videotheken für immer. Alter Schwede, ey. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, ne, guckt euch mal jetzt ohne Witz die Videotheken an. Auch ein tatsächlich etabliertes Ding, VHS, ne, seit Erfindung der VHS bis quasi zur DVD und dann wurde es vom Internet komplett verdrängt. Also komplett quasi ein Industriezweig, wenn du so willst, weg. Das heißt, wer gedacht hat, er wird in der Videothek alt werden als Inhaber oder Angestellter, ja... Auch nicht wirklich. Da kann halt eben alles sehr, sehr schnelllebig sein. Und deswegen auch gerade für Leute, die halt letzte Mal gefragt haben, ja, was sagst du in 2-3 Jahren, wenn du halt nicht mehr Twitch als Selbstständiger machen kannst? Ja gut, aber was sagst du als Videothekar? In der heutigen Zeit, wer hat noch eine Videothek? Muss halt flexibel sein als Selbstständiger. Ob dann die Eisdiele auch 100 Jahre läuft oder dein Lokal, deine Videothek, dein Pornopuff oder was weiß ich, was du da gerade machst, das weiß halt keiner. Das ist halt das Risiko des Selbstständigen. Weil ja gefragt wurde letzte Mal. Ja, das ist halt so. Da muss halt mit der Zeit gehen. Nix ist für die Ewigkeit, also gerade nicht beim Selbstständigen. Aua. Aua, da bin ich geblendet worden. Ja, unsere Videothek wurde so Subway ersetzt. Ja, kannst ja mal fragen, ob da der Videothekar von früher ist, ob der jetzt seine Baguettebrötchen schmiert. Mit einer leichten Creme Angina Wild. Der neue Sub. Wobei, das klingt super falsch. Gerade in der Beziehung mit Sub und so. Uiuiui. Der 18 aber reicht bei Subways. Eieiei. In ein paar Jahren wirst du Text Adventure streamen. Wenn ihr die votet, kann das tatsächlich passieren. Ich habe tatsächlich noch die ganz alten Sierra Games, El Topo. Da, wo du mit Texteingabe spielen musstest, nicht mit Klicke an, gehe zu, nimm, rede mit. Nee, nee, mit Enter, nimm Stein, Return. Die Dinger habe ich noch.
Wie gesagt, wenn mal irgendwann was sein sollte, könnte man ja auch streamen. Alter Schwede, er wird bestimmt lustig werden. Was, von so einer will ich nicht mal ein Bild sehen? Ach, Gina Wild ging eigentlich klar. Rabe, die ging schon. So, von, nee, warte mal, das war, was Larry Love war. Ja, wobei der Humor, ob der halt heute noch bei mir zündet, das ist was anderes, El Topo. Ich glaube, die Games, oh scheiße, ich wollte ja eigentlich runter. Die Games sind relativ schlecht gealtert, muss ich sagen, weil einfach sich die Leute und der Humor weiterentwickelt hat. Das heißt, früher hat man halt eben ja, ne, Peter Steiner hier im Popstadel oder wie das da hieß, was er nachts gemacht hat. Ich wollte da runter. Das war früher halt so ein bisschen, ne, okay, man war halt noch ein bisschen prüder und so. Ich glaube, das zündet heute nicht mehr. Und ich glaube, dasselbe Problem hat auch Larry Laffer. Früher hat man dann halt gesagt, oh, die trauen sich mal ein bisschen was zu zeigen, aber nicht wirklich. Und oh, naja, heute ist es halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Unsere Videothek ist erst umgezogen, dann kurz geschlossen, dann wieder eröffnet und umgebaut und dann einfach ohne Fahrwarnung weg. War bei uns auch so. Wir hatten super viele Videotheken in Gelsenkirchen. Kumpel hat sogar in der Videothek halt gearbeitet. Alle weg. Ja, hat sich halt eben nicht mehr durchgesetzt. On demand. Was brauchst du da noch großartig Videotheken? Da, wo es kein Internet gibt, da siehst du noch vereinzelt Videotheken. Aber wo Internet ist, brauchst du auch keine Videothek mehr. Und WWE? Anjon. Weil hier vorne war noch das Rätsel. Also machen wir mal das Ding hier klar. Weil das hatten wir letztes Mal hier nicht gelöst. Und der gute Rabe hat ja gespoilert, dass es auch so geht. Während sie mal zu Internetcafés mutiert. Ja, die sind zum Beispiel auch weg, Saldo. Die sind ja zum Teil eben auch weg, die Internetcafés. Dafür hast du jetzt Shisha-Bars an jeder Ecke. Also zumindest hier. So, wie das jetzt funktionieren soll, bleibt mir erstmal ein Rätsel. Aber wir testen das mal. Das heißt, ich muss das Moped ausfahren. Nein, das war falsch. Na, scheiße. Nein! Alter! Hör auf damit! Wie lasse ich das denn los? So. Und dann muss ich das andere ausfahren. Und dann muss ich das ausfahren. Und das soll mir genug Zeit verschaffen, oder was? Ja, aber warum mache ich das? Das lohnt sich doch gar nicht. So, aber jetzt sag mal, Rabe. So unter uns. Wie soll denn das zeitlich gehen? Also Rabe darf darauf antworten, auf die Frage. Weil ohne irgendwie einen Timestop. Achso, ich kann das Ding vielleicht freezen. Weil ohne eine Fähigkeit einzusetzen, reicht das zeitlich niemals aus. Weil ich kann ja nicht schneller rennen, als ich renne. Und guck dir an, wo ich bin. Wenn das Ding schon wieder anfängt reinzufahren, da komme ich nicht hin. Wenn du die auslässt, die bleiben stehen, erst wenn die die berühren, gehen die zurück. Ach so. Ist das so? Mann, ich will nicht den. Ich will den. In der Tat. Okay, das habe ich nicht gesehen. Oder das habe ich nicht gewusst. Und das Spiel erklärt es halt in dem Sinne auch nicht.
Weil für mich war klar, dass die halt alle nur einen festen Timer haben. Okay, danke für den Hinweis, Rabe. Weil ich dachte, ich müsste mit Zeitstop arbeiten. Alles klar. Dankeschön. Was ist das jetzt hier? What have I done? Achso, ich habe einfach nur Gerät ausgeschaltet. Und noch in NASA Phoenix Feder. Another one bites the dust. So, die Frage ist, was passiert, wenn ich hier lang gehe? Oh, da passiert gar nichts, alles klar. Oh, geh mal da lang. Ich bin klug! Nee, Jan ist klug! Gut, dann sind wir hier fertig. .952, keine weiteren Framedrops. Okay, im Moment sieht stabil aus. Das ist ja schon mal was Schönes. Ja, sorry dafür. So, jetzt muss ich hier wieder hoch. Also ich muss da drauf, glaube ich. Um da dran zu kommen. Was jetzt nicht funktioniert. Dann, na, können wir hier so und so machen. Und das Ding einmal wieder herstellen. Ups. Markus, der Rätselmeister. Perfekt. So soll es sein. Woody. Was ist hier? Da kam ich her. Ich glaube, da kam ich her. Das klingt, als ob da die Zisterne ist. Die Frage ist, was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Da kam ich her. Was? Einen Reifen greifen? Wer will einen Reifen greifen? Lass den Reifen ganz. So, dann müssen wir hier nämlich an der Wand entlang wieder. Und dann kommen wir zur Zisterne. Und bis hierhin habe ich gespielt. Also bis hierhin kannte ich das Spiel vor 2013. Oder besser gesagt 2013 habe ich es gespielt. So. Ja genau, das hatten wir, die Tür war zu. Das hatte ich schon mal vorgelesen. Genau, die Tür ist durch einen Einschutz blockiert. Da kommen wir nicht dran und hin. Und jetzt müssen wir hier über die Zisterne. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie die Strahlen umleiten. Also die nassen Strahlen. AKA auch Wasser genannt. Nee, Dobi, spiele ich nicht. Interessiert mich weniger. Was ich privat irgendwann mal spielen werde, ist wahrscheinlich Age of Empires, das neue. Und was ich jetzt nochmal gucke... Tooth and Tales. Aber sehr wenig. Ich spiele privat kaum was. Ich habe gestern nach dem Stream 2 18er Runden Golf gespielt. Aber das war es dann auch. Achso, warte mal, ich muss ja halten. Halten, dann halten! Mit Haltenbacher! Achso, kann ich nicht, weil... Also, da muss ich wahrscheinlich erstmal rüber. Also, kaputt machen kann ich's nicht. Das Problem ist, ich komme dann da nicht mehr drauf. Ist das jetzt richtig?
Besitzt du eigentlich eine Nintendo 3DS oder noch einen alten? Nein, gar nichts. Nur eine Switch und ein Gamecube. Und den Gamecube benutze ich nicht mehr. Wieso geht der denn jetzt nicht aus diesem Aktivierungsmodus raus? Das ist gerade merkwürdig. Dann ist noch eine Kiste. Zwei Kisten. Stranger Things habe ich noch nicht mal die erste Staffel geguckt. Müsste ich irgendwann auch nochmal gucken. Das war jetzt nicht richtig, ne? Weil ich jetzt aber auch nicht mehr hochkomme. Was sagt mir das jetzt? Wie gesagt, hier habe ich aufgehört. Ich glaube, ich habe den Grund gefunden, weil ich das Rätsel nicht gelöst habe oder so. Muss ich 2013 exakt an dieser Position aufgehört haben. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß warum, weil ich es halt damals wohl nicht verstanden habe. Das heißt, wir bauen das Ding zusammen. Ah. Jetzt ist die Sicht zumindest normal. Gut. Das war das Erste. Was war denn jetzt das Zweite? Was, Markus? Immer diese Star Trek-Fans? Was hat denn Stranger Things mit Star Trek zu tun? Ist da Kirk drin? Pille oder Scotty? So, jetzt muss ich das hier anwurbeln. Dann könnte ich auf le zweite Moped. Aber wie soll ich denn auf le zweite Moped kommen? Das ist doch wieder viel zu weit weg. Nee, anscheinend ja doch nicht. Warum sagt er mir, ich soll hier aktivieren? Achso, das sagt er die ganze Zeit. Nee, ich kann da irgendwo... Nee, ich kann hier unten nichts machen. Nur oben auf der Schnitzelschnalle. Die Frage ist... ich überlege gerade, ob das Ding eventuell eine halbe Position braucht oder ob es die ganze Position geht. Das ist wieder schwierig einschätzbar. Das heißt, da vorne war ja eventuell so ein Jump-Moped. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube nämlich, dass wir das Jump-Moped brauchen. Dann war ja hier das eine schräge Teil. Da konnten wir nämlich hier mit Anlauf hoch. Weil ich hier nämlich, glaube ich, nicht drankomme. Ne, das heißt, das ist schon richtig. Das heißt, wir müssen schon die halbe Position nehmen und das auf halbgar machen. Und dann fertig machen. Aber wie soll das denn gehen? Achso, ich muss das ja halten. So, und zwar, wie ich mir das vorstelle. Ja, genau, dieses Ding da. Dieses Ding da. Muss irgendwo eine Zwischenposition haben. Ja, das hilft mir ja gar nicht. Doch, das hilft mir vielleicht. Ja. So, jetzt ist die Frage, ob ich hier hochkomme.
Aber das sieht ja gar nicht... Hä? Nee, da komme ich nicht hoch. Ich dachte, dass ich hier jetzt eventuell hochkomme. Nee, das hilft mir nicht. Was passiert, wenn ich jetzt hier drehe? Nicht hoch. Ich komme nicht dran. Was für eine Position gibt es denn noch? Halten. Drücken. Das ist ganz kaputt. Das geht gar nicht. So, der erste Step, wo er hält, wäre da. Und dann gibt es wieder nur ganz fertig. Oh Gott, jetzt geht's ums LOL. In meinem Chat ist da falsch gelaufen. Ja, Moment mal. Da ist doch jetzt aber eigentlich in der Konstellation ist doch da unten der Absprungpunkt schon dabei. Also hier. Das sieht doch aus wie ein Absprungpunkt. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das heißt, wir müssen erst... Aber da kriege ich das nicht hin. Boah, wie scheiße ist denn das jetzt? Ah, nee, aber jetzt langsam verstehe ich. Jetzt langsam verstehe ich. Die Frage ist... Ja, ich kann das auch anvisieren, alles klar. Pass auf, das ist doch simpel. Das heißt, wir machen so. Müssen jetzt so machen. Müssen dann das andersrum machen. So. Ba-ba-ba-ba-bam. Dann haben wir nämlich den Hebel gehebelt und den Hebel eingekleistert, dass er da bleibt, wir dann Moped als Sprungposition nutzen können, dann wiederum da oben mit dem Mechanismus, den wir dann nochmal wieder aktivieren müssen, die Brücke fertig bauen können, um dann das Wasser der Vergangenheit in das Wasser der Zukunft umzuleiten. Das heißt, wir müssen jetzt wieder so machen. Ja. Jetzt die Brücke wieder herstellen. Und dabei hoffentlich nicht sterben. So. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Das wäre nicht schön. Genau. So, und jetzt müssen wir hier... die Brücke von da nach hier oben brücken. Und kriegen hier jetzt Wasser. Der Rätselmeister hat wieder zugeschlagen. Handwerker. Ja, das habe ich letzte Mal, als ich gespielt habe, nicht geschafft. Da war ich wohl 2013 noch zu dumm für.
kannst mal sehen, was Zelda und Darksiders mir angetan hat. Eieiei, das Rätsel hatte ich früher nicht mehr gelöst. Gedrückt halten zum Abtauchen, X oder gedrückt halten zum Auftauchen. Die Grotte, Le Grotto. Okay. Also ab hier blind, Chat. Ich hab Ausreden, ich kenne mich hier nicht aus. Die Rätselgrotte. Ah, Gorgonenaugen für die Schoschonen, die mit mehr Leben innewohnen. Nom 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 nom. Gesundheitsverbesserung. Und Magieverbesserung? Magieverbesserung as well. Alter Schwede. Und Feltainment, danke für den Host-Perky. Schönen guten Abend, sei gegrüßt. Dankeschön. Hat ganz ziemlich gut gepasst, der Host. Gerade im Upgrade. So, das war tauchen, ne? So, weiter geht die wilde Fahrt. Achso, da geht's nicht weiter, alles klar. Da ist er seit langem mal wieder. Sei gegrüßt. Alles was? Schnickers? Alles Schnickers. Alles schick. Kann ich klagen. Und selber? Oh, ist aber echt nice hier unten. Haben sie schön gemacht. Da geht's nicht raus. Da geht's nicht raus. Da geht's nicht raus. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwann hier ersticke. Ich sehe keinen Luftmeter. Kratos hat einfach mal Lungen wie ein junger Stier. Der überlebt einfach mal 5 Minuten im Wasser. Ich wäre schon klinisch tot. Also kloppen kann ich unter Wasser nicht, von daher. Gucken wir da mal hin. Tauchen Stiere, keine Ahnung. Ich glaube, alle Tiere können schwimmen. Havel, Havel, Havelmann. Der mit dem Eishammer ist dann dran. Aua, da bin ich dann vielleicht. Feuer, Eis und Dosenbier. Oh, versaut. Aber schon wieder 2 von denen. Aua! Zwei von denen ist finster. Weil die sich gegenseitig deckhorn. Au! Warte mal, kann ich die nicht irgendwie snickern? Ja, ich sollte sie nur nicht in ihrer Moped-Phase. Aua! Staggern. Der Gorgone, der sich schon schone. Mit dem Hammer auf die Mama. Aua. Aua. Scheiße. Ruhenpuff. Nicht jedes Tier kann schwimmen. Der jüngere Bruder eines Kollegen kann nicht schwimmen. Aber eigentlich kann jedes Tier eigentlich schwimmen. Selbst der Mensch. Nur er verlernt es halt wieder. Ah, so. Dann können wir hier irgendwas kurbeln. Na, ich glaube, wir müssen hier auch kurbeln. Hm. Achso, ich kann zweimal die Kette kaputt machen. Lol, ich kann es aber nicht wieder rückgängig machen. Das ist ja ein Ding.
Aber da kriegen wir die Tür auf. Nee, und ich weiß wirklich nicht, ich glaube, ich habe es damals einfach nur nicht weitergespielt. Entweder habe ich das Sternenrätsel nicht direkt gelöst, oder, wie gesagt, da kam 2013 kam die PlayStation 4 raus. Kann das sein, dass ungefähr da die PlayStation 4 rauskam und ich dann irgendwie keinen Bock mehr auf die 3 hatte? Und dann habe ich das Spiel halt nicht weitergespielt. Ja, von daher, jetzt ist alles blind. Ja, freue mich, dass ich hier nochmal was spielen kann, was ich noch nicht kenne. Wobei ich mich an den anderen Kram auch nicht komplett erinnern konnte. Ah, und gleich gibt's dann nochmal Kindessen und Pipi-Pause, weil ich habe auch keine Cola mehr. Da kommen wir durch. Ja gut, John ist halt Student, der hat halt für keine richtigen Spiele Zeit mehr, deswegen spielt er halt jetzt nur noch LOL. Das geht halt immer mal so, ne, zwischendurch. Ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Die guten Spiele kann er halt nicht mehr spielen, die kosten ja halt ein bisschen Zeit. Ja, wenn man so überlegt, dass ein Persona mal so eben 200 Stunden RIP sind. Ja, armer John, verstehe ich schon. Bleibt halt nur LOL. Viel ist Batman. Da komme ich nicht hoch. Und Brumme, komm gut. Aufs Sofa, dir noch eine gute Besserung und gute Genesung. Ach du Scheiße, wo bin ich denn nur hier? Das sieht doch nach Secret aus, Secret aus, Secret aus. Oder war das nicht Secret? Aua. Oder ist hier Secret? Kein Sekrete? Why is there no Sekrete? Aua. It looks very too secreter, aber it's not. It's clearly not. Or is clearly clearly doch? What? No, no Sekrete. Fehler aufgetreten. Sie wurden, ich glaube, danach ist doch bei mir mit dem Fehler. Wenn jetzt die PlayStation schon aus dem Netz rausfliegt. Frame Drops? Ein paar. Bin ich noch da? Chat? Seht ihr mich noch? Ich habe noch mal ein paar Frames gedroppt. 1,190. Aber dann scheint es wirklich bei mir zu sein, wenn jetzt das PSN auch bei mir rausfliegt. Jetzt bin ich wohl komplett weg.